Herzlich willkommen, liebe Freunde. Herzlich willkommen zum nächsten Racecast hier auf YouTube. Es ist Runde 3. Es geht nach Vietnam in der GSR. Ich werde natürlich wieder nicht mitfahren. Das wäre auch unfair mir gegenüber. Schön, dass ihr reinschaut. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Belair und ja, ich mache für euch den Moderator. Ich werde euch das Rennen übertragen. Wir gucken gleich zuerst mal kurz auf die Strecke. Danach gebe ich euch einen kurzen Überblick über die Punkte. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Wie gesagt, ich zeige euch erst die Strecke, die gleich gefahren wird. Bin ich im Zeitfahren gerade ein bisschen gefahren. Nicht sonderlich gut, aber ich zeige euch die Wiederholung. Dann kann ich euch ein bisschen sagen, wo sind hier die Punkte, wo man wirklich aufpassen muss. Wir fahren 50% drin. Es wird einen 18-Minuten-Qualifier davor geben. Danach gibt es noch Pressekonferenz von mir geleitet. Das heißt, wir fragen das Podium und ein Driver of the Day, noch ein paar Freieckchen. Und danach gucken wir uns natürlich auch nochmal das Grid an. Das ist das, was auf euch wartet. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ich zeige euch jetzt erstmal die Strecke persönlich, damit ihr erstmal ein Feeling bekommt. Das wird im Qualifier dann gleich noch ein bisschen vertieft. Was wird da überhaupt gefahren? Bis gleich. So, und ich erinnere euch mal eben mit auf die erste Runde. Das war jetzt wirklich auch nur die erste Runde des Ebel. Das ist die Start-Zielgerade. Hier geht es in die erste Bremszone. Etwa beim 100-Meter-Schild kann man dann schon mal reingehen. Zweiter Gang hier rum. Je nach Reifen dann vielleicht auch mal am ersten. Das ist die erste 180-Grad-Kurve. Sehr tricky. Man wird dann leicht rausgetragen. Dann hier im dritten oder zweiten Gang nach innen rein, nahe an die Mauer. Und hier ist dann die erste Kurve, in der man echt aufpassen muss, dass man da wirklich früh ans Gas gehen kann. Bei den strengen Regeln ist es schwierig. Bei regulär kann man tatsächlich noch mit über den Curb gehen und das früher gerade machen. Jetzt hier zweite, etwas härtere Bremszone, kleine Schikane. Hier, ja, ist ein bisschen tricky, muss man gucken mit dem Rausbeschleunigen. Und gerade hier ist das Kurvenende nicht einsichtig. Da muss man sich genau merken, wo man so ein bisschen reinbremst, um dann hier den Exit perfekt zu bekommen. Denn wer den verkackt, der macht sich die einzige richtig gute Überholmöglichkeit dieser Strecke kaputt. Es ist diese unfassbar lange Gerade. Ja, deswegen müssen die Fahrer auch hier aufpassen, wie viel Flügel nehme ich mit. Wer nämlich in den Kurven schnell, aber hier zu langsam ist, der ist zwar insgesamt mit einer guten Rundenzeit unterwegs, aber er kann nicht vernünftig überholen. Ne, da wurde eben gerade von 8. in den ersten Gang runtergebremst, im zweiten kann man da auch durch, also da passt man auch zu zweit durch die Kurve. Und jetzt geht es in die S's. Hier kann man sehr viel Zeit rausfahren oder liegen lassen, aber es ist auch gefährlich. Ne? Ihr seht, wie nah die Kurven, also wie nah die Mauern hier einkommen. Hier drüben darf man nicht über den Körper heizen. Wir fahren nicht auf regulär. Wir fahren auf strengen. Das bedeutet, da sammeln sich dann schneller mal die Strafpunkte. Und dann geht es hier wieder auf die Stadtzielgeraden. Man darf nicht zu früh einlenken, sonst kommt man zu spät rein, wie ich hier. Ne? Schönes Showcase. Viel später einlenken. Vierter, fünfter Gang muss man dann noch gucken, in welchem Differential man da fährt. Das war jetzt gerade so eine kleine schlechte Einführungsrunde in Hanoi. Mir ging es jetzt darum, dass ihr den Track einmal alle gesehen habt. Und als nächstes kommen wir zum Klassement. Ich join aber erstmal in-game der Lobby. Nicht, dass wir da was verpassen. Und dann gucken wir uns als nächstes gleich die Punktestände an. Danke auf jeden Fall an der Stelle schon mal fürs Reinschauen. Falls es euch gefällt, Daumen hoch, Kommentar, weitersagen. Das nächste Mal selber bei der GSR mitmachen. Gerne googeln, kommt auf Discord, kommt auf die Webseite. Die werden wir uns jetzt nämlich auch angucken. Denn dort könnt ihr euch anmelden. Wir haben noch ein paar Reservefahrerplätze auf jeden Fall frei. Es gibt immer irgendwen, der gerade nicht kann. So, da sind wir auch schon. Sehr schön. Wir haben heute 18 Fahrer im Teilnehmerfeld, ein paar Ersatzfahrer. Aber da komme ich dann gleich zu. So. Ah, ich liebe das ja für die Jungs. Ne? Ich finde die Rennen spannend. Ich finde, das hat noch echt eine Atmosphäre. Ne, heute Silverstone-Rennen war auch... Ja, größtenteils war nichts los, aber da plötzlich wurde es dann doch mega, mega spannend. Gut, lasst uns auf die Punkte schauen. Lasst uns vielleicht ein bisschen auf die Saison gucken. Und da wird dann eins direkt klar. Wenn ihr euch das mal anguckt, ne? Bahrain, Melbourne sind gefahren worden. Vietnam jetzt der dritte Stopp. Niklas, aka T with Honey und Elias. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die sind fast gleich auf. T with Honey hat es beim letzten Mal auch nicht geschafft, die schnellste Runde zu fahren.
46 gegen 45 Punkte. Danach große Lücke. Meinex im Ferrari dahinter. Einmal als Vierter, einmal als Neunter abgeschnitten. Vielleicht auch heute wieder ein Vorteil. Osko, Ersatzfahrer. Hat aber bis jetzt in beiden Rennen teilgenommen. Ich glaube, heute ist er auch wieder mit an Bord. Aktuell auf Platz 4. Starke Leistung. Wenn wir jetzt hier mal gucken, dahinter wird es halt super eng. Mit Beilagen Beate, mit Level Light, der übrigens aktuell im Zeitfahren den Rundenrekord mit allen hält, mit denen ich zumindest befreundet wird auf der Strecke. Also da erwarte ich sehr viel heute. TFZ Merari, respektabel. Zweites Rennen und direkt Dritter geworden. Nirusu leider nicht gestartet. Der war auf einer LAN. Der ist... Ich weiß gar nicht, ist der heute wieder dabei? Muss ich gleich mal aufs Fahrerfeld gucken. Ja, Gerhard von Rieger leider beim letzten Mal ausgeschieden in Bahrain, nur 11 Punkte und Outlaw mit 10, aber es ist halt der Anfang der Saison. Denkt bitte dran, wir haben hier ein anderes Klassement. Die Top 15 bekommen Punkte. Ja, der letzte bekommt dann halt nur einen, aber es ist halt ein bisschen anders gestaffelt. Finde ich persönlich interessant, so ist es auch für einen 12. Platz noch relativ angenehm, einmal durchzufahren. So, ich gucke mal gerade Anmeldung für das Rennen. Dr. Janeko wohl nicht mit dabei. Ja, wir gucken gleich mal, wer wirklich alles mit dabei ist. So, ich guck mal gerade. KWM. Ja, ist alles schon eingetragen. Racing Point führt aktuell mit 55 Punkten knapp vor Williams. Ja, Thibaut Tanni da aktuell so ein bisschen alleine am Fighten. Cookie Monster leider noch nicht allzu viele Punkte holen können. War aber auch beim ersten Rennen nicht dabei. Haas auf dem dritten. Ferrari auf dem vierten. Im letzten Rennen in Bahrain ein bisschen gebeutelt worden. Da waren Bugs im Spiel leider auch, die also ich glaube Meinex hatte dann angeblich einen Fehlstart, war zu früh losgefahren, was gar nicht danach war, also das muss irgendwie am Server-Host gelegen haben, bisschen unglücklich, dann Durchfahrtsstrafe und sowas, das läppert sich halt. Ne? Kurz dahinter mit 30 Punkten Renault, Red Bull mit 18 und Alfa Romeo ebenso, ne? Mercedes nur mit 7 Punkten, aber ich glaube da haben wir auch aktuell immer nur einen Fahrer drin gehabt. Und McLaren, ja, mit Lemster und Nummer 14, die sind auf jeden Fall auch nicht so vom Glück geschändet. Nur 2 Punkte. Aber die Saison ist noch lang. Ihr seht ja den Kalender, ne? Bis zum 13. November, nee, Dezember ist das durchgeplant. Also, ich denke mal, damit habt ihr einen ganz guten Überblick. Und ich schau mal, was jetzt in-game passiert. Wir haben, glaube ich, noch ein paar Minuten. Wie spät haben wir es? Ja, 3 Minuten sind es noch. Ich guck gerade mal, wer ist alles da. Beilagen, Beate, T-With Honey, Meinex, der Lemster, Wegen Raoul, Level Light, Outlaw, Osko mit an Bord, Twitch TV, Gianni, Black X Racing, Xbox, ist für mich ein neuer Name. Gerald von Riva, gucken wir natürlich auch schon länger dabei, der übrigens auch beim letzten Mal gehostet hat. Mal gucken, ob wir das heute vermeiden können, dass es irgendwie Fehlstarts gibt. Cookie Monster mit im Williams, Dr. Janelke, okay, doch da, sehr schön. Und Nummer 14. Ja, insgesamt müssen wir am Ende 19 Fahrer in der Lobby sein. Sind wir aktuell nicht. Ihr habt, glaube ich, auf der einen Runde, die ich gemacht habe, gesehen. Also gerade diese 180-Grad-Kurven, die sind ein bisschen tricky. Ne, mit Halbgas fahren, welches Differential habe ich da? Wo lenke ich tatsächlich in die Kurve ein? Wo kann ich aufs Gas gehen? Die Curbs gilt es da ein bisschen zu avoiden, weil das wirklich mit den strengen Reglement ein bisschen gefährlich ist. Wie weit kann ich über den Curb gehen? Ne, man sieht das bei vielen Streamern, die dann aber auf regulär spielen. Also guckt euch das besser nicht ab, wenn ihr irgendwelche Online-Ligen fahrt. Die fahren dann zum Beispiel in der ersten 180-Grad-Kurve, beziehungsweise beim Ausgang in die erste DRS-Zone, mit dem linken Reifen über den Curb und fahren halt mit dem Auto mittig über den Curb drüber. Muss man ein bisschen gucken, das geht alles. Aber ne, dadurch machst du natürlich die Gerade, beginnt quasi früher, weil du die Kurve eigentlich nicht mitfährst. Das können die Jungs hier nicht machen. Ne? Also da gilt es, wirklich auszuloten, wo kann ich hin, und parallel dazu muss halt das Setup stimmen. Ich habe es vorhin schon eingangs erwähnt, zu viel Flügel, bist du zu langsam auf der Gerade, musst aber trotzdem dein Einlenkverhalten unter Kontrolle haben, dass du durch die S's sauber durchkommst, sprich Stabilisatoren anpassen, Reifendruck, ganz zu schweigen davon, da gehe ich wirklich auf viel Reifendruck, damit ich auf der Geraden schnell bin. Ich meine, es gibt gleich nochmal einen Qualifier, um das ein bisschen alles einzustellen. Am Sturz bin ich mir sicher, haben die Jungs alles voll, damit sie in den S's auch mit viel Speed durchkommen. Bei der Spur muss man sich dann wieder überlegen, wie stabil brauche ich das Auto tatsächlich? Kann ich das besser über Stabilisatoren holen, um ein bisschen Tire Wear zu reduzieren? Da ist einfach eine ganze Menge drin. Und das Qualifying startet und ich würde sagen, das gucken wir uns an. 18 Minuten haben die Jungs jetzt Zeit, hier richtig gute Zeiten hinzuknallen.
Und da bin ich sehr gespannt, wer sich da durchsetzt. Wie gesagt, Level Light von den Leuten, die ich in meiner Friendlist habe aus dieser Liga, aktuell im Zeitfahren die beste Zeit auf dem Tacho. Wer hat das beste Setup schon gefunden? Und die Frage ist natürlich auch, was haben wir für ein Wetter? Regen in Vietnam ist definitiv nicht mein Favorite. Gerade weil diese ganzen Kurven mit Halbgas gefahren werden. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Dankeschön fürs Reinschauen. Hier ist der Racecast der GSR. Viel Spaß in Hanoi. Da muss ich hin, genau. Jetzt erstmal ein bisschen, ja, regnerisch kann man jetzt nicht sagen. So, wo geht der erste raus? Na, natürlich eben kurz Setup laden. Und da sehe ich Bewegung in der Williams-Box. Ne, das ist ein Haas, der da rauskommt. Lol, okay. Ne, tatsächlich, das war die Box hinter den Williams. So, wer ist das jetzt? Ich gehe jetzt bei dem rein, der die erste Outlap fährt. Und das sieht aus, als wäre das Tier with Honey. Ich schätze mal, er wird durchaus einer von den Spielern sein, die hier geschlagen werden müssen. So, jetzt frage ich mich gerade. Ah, okay. Ja, der Sound buggt da manchmal so ein Mini-Bisschen. Also, Outlap im Cockpit von Tier with Honey führt aktuell die Meisterschaft an. Dahinter Outlaw. Dahinter mein X, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und da seht ihr schon den ersten Verbremser. Und jetzt mal gucken, wie er den Exit bekommt. Sorry, das Menü links, das. Ja, gut, das kann ich rein theoretisch ein bisschen verstecken. Das geht schon. Ist dann natürlich auch schwierig rauszufinden, aber aktuell haben wir ja noch keine Rundenzeiten, wo man vergleichen kann. Na, auch hier auf der Geraden, man versucht da so ein bisschen die Lenkbewegung zu vermeiden. Hier aber möglichst gerade reinzubremsen, damit die Räder eben nicht. Nicht dann blockieren. Also, ich glaube, für die Fastlap mache ich euch tatsächlich mal Telemetrie und sowas an. So, die Reifen lassen wir mal aus. Da können wir nachher mal drauf gucken. So, und die kleine Streckenkarte, damit ihr seht, wer gerade wo ist. Ich glaube, das ist auch ganz okay. So. Ja, jetzt könnt ihr einfach mal ein bisschen Geschwindigkeiten mitnehmen und die Sektorzeiten sehen wir auch. Ich glaube, meine Bestzeit ist nur an der 1,35 irgendwas, wenn überhaupt. Ich fahre halt nicht so gut wie die Jungs. Ich habe mir aber gedacht, es ist wichtig, dass die Rennen übertragen werden. Also hier schon der erste Reifen, der feststeht. Dürfte allerdings nicht ganz so viel Zeit gekostet haben. Ja, da ein bisschen rübergekommen, aber das geht. Das geht gerade ebenso. Man darf halt mittig nicht über den Curb fahren. Also, das Team Tani doch ganz gut am Limit. Jetzt hat er leider den XD Brox vor sich. Also, Verkehr ist halt niemals gut, wenn man eine Fastlap fährt. Ja, den Exit hier, glaube ich, auch nicht allzu schön bekommen. Kann jetzt natürlich zumindest ein bisschen Windschatten mitnehmen. Eventuell wird das doch eine ganz gute Runde. DRS an. Outlaw auch noch davor. Auf jeden Fall langsam genug, um da nicht zu blockieren. Jetzt in die harte Bremszone von den achten in den ersten Gang runter. Es ist echt brutal. So, hier dann kurz einmal richtig schön rausbeschleunigen. Die nächste Kurve fährt man eigentlich im dritten. Ja, und dann den ganzen nah an die Mauer ran. Und das sind die S's. Hier wird die Zeit gewonnen oder verloren. Da muss man auch gucken, dass man links nicht zu nah an den Curb kommt. Ansonsten kann es sein, dass das Heck dann an der nächsten Sektion in der Mauer ist. Hier innen durchgegangen, sauber. Ja, auch da muss man aufpassen, dass man nicht zu lange innen bleibt. Hier jetzt im zweiten Gang rum, wieder aufs Gas. Und jetzt geht es um die Kurve. Denkt dran, wir haben selbe Bolidenleistung. Wo bleibt die Uhr stehen bei Tivo Fanny? 1:34:1. Vorerst Platz 1 für den Williams-Piloten. Starke Runde. So, ich guck gerade mal. Osko ist gerade noch auf seiner Outlap. Bin kleiner Fan von Osko. Oh, Nono 8 auch eine 1,35 gefahren. Denn der Osko, der hat sich die letzten Male wirklich gut gemacht.
Ist halt eigentlich nur Ersatzfahrer. Meine ich jetzt auch mit der 1,35. So, Level Light ist wieder in der Box. So, wir gucken mal bei Level 14. Ist das noch die Outlap? Ne, das müsste eigentlich die schnelle Runde sein. In letzter Zeit ein bisschen gar nicht ganz gut performen können. Vielleicht muss da auch noch ein bisschen am Setup gefeilt werden. Ah, sieht auch nicht so gut weich aus. Da ist auch noch viel Platz nach links und rechts. Ja, Platz nach links und rechts bedeutet immer, ja, den scheint da auch irgendwo rausgehauen zu haben. Ich setze jetzt, glaube ich, einmal eine schnelle Runde noch mal hinterher. Ich übe das einfach noch mal. Also da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren. Ich schätze mal, jetzt geht's in die Box. Eine gelbe Flagge hier. Oh, der Lemzer scheint sich da oben gedreht zu haben. Also die Zeiten tröpfeln jetzt so langsam rein. Liebe Fanny, also in der Regel ist es wirklich so, die Leute fahren halt eine Fastlap, gehen dann nochmal in die Box, sagen sich dann, okay, in der und der Kurve bin ich ins Rutschen gekommen. Da muss ich mit dem Flügel nochmal hoch, damit ich da eher aufs Gas gehen kann. Es ist halt schwierig mit der Einstellung. Also zum einen ist halt die Strecke tricky aufgrund dieser Kurven und da darf man eben nicht zu viel Zeit verlieren. Auf der anderen Seite ist halt eben diese lange Gerade, das ist die einzige wirklich klare und, ich sag mal in Anführungszeichen, ungefährliche Überholmöglichkeit. Wenn du da nicht den Speed umsetzen kannst im Überholmanöver, weil dein Auto auf diese Assist getuned ist, also abgestimmt ist, dann kommst du einfach nicht vorbei. Das ist grausig. Man kann dann natürlich sagen, okay, ich möchte erstmal aus dem Verkehr raus und dann einfach insgesamt bessere Zeiten fahren können. Aber auch das ist eben gefährlich. Wenn man dann doch im Verkehr versteckt, man hat sich dafür, also jetzt angenommen auf der Geraden, sagt man sich, nee, scheiß ich drauf, ich hole das aus den Kurven. Und dann fährst du im Verkehr und dann kannst du es eben nicht nutzen. So, das ist nochmal eine schnelle Runde. Wo bleibt die Uhr stehen? 1:38.293. Das wäre aktuell Platz 11. Ja, und jetzt, ja, auf jeden Fall auf mager stellen. Ja, Timo Fanny fährt da extra ganz weit außen an. Beilang Beate aktuell auf dem zweiten Platz. Cookie Monster. Auch noch mit keiner gewerteten Zeit. Level Light und Elias und XD Brox auch noch wieder in der Box. Also obwohl er vorhin schon eine Out-Lap gefahren ist. Ja, ich würde sagen, wir springen mal gleich in den... Das kann ich gar nicht. Ist Gerald von Riva gerade auf die schnelle Runde gegangen? Ist ja jetzt eigentlich in die Box fahren, oder? Ich finde die Boxeneinfahrt in Hanoi finde ich ein bisschen lustig. Ja. Die ist nämlich relativ kurz. Sie ist auch nur 60. Ihr seht das auf der Minimap auf der rechten Seite angezeigt. Also die Boxengasse finde ich ein bisschen tricky, weil man spart sich eine relativ langsame Kurve und diese harte Bremszone nach der Start-Ziel-Gerade. Alter, Elias brettert hier einfach erst mit einer 1,33,6 hin. Okay. Das ist amtlich. Das ist amtlich. Aktuell Zweiter in der Fahrermeisterschaft. 5 Zehntel schneller als Timo Fanny, der jetzt auch gerade nochmal auf eine schnelle Runde geht. Ja, Nono jetzt noch bei seiner Outlap. Ich würde sagen, wir begleiten jetzt den Haas-Piloten einfach. Für mich ist das immer schwierig, dann zu sagen, okay, was ist jetzt interessanter zu zeigen. Aber ich will mich nicht zu sehr auf das Duell da vorne konzentrieren, sondern ja, ich hoffe auch immer, dass wir auch anderswo gutes Racing sehen. Und ab geht der Peter. 1:35.577, das ist aktuell die Zeit von Nono 8. fast zwei Sekunden langsamer als die Bestzeit von Elias. Ja, aber auch übers Qualifying, gerade im 18-Minuten-Qualifier, wo es halt keinen Shootout gibt. Es ist immer eine Art Annäherung.
Ja, man versucht immer noch ein bisschen was rauszukitzeln. Und wer das selber gespielt hat, F1 2020, ist eins ganz klar. Man ist unfassbar motiviert, wenn man merkt, oh, in dem Sektor war ich schneller. Und dann versucht man einfach noch ein bisschen mehr zu machen. Und ja, wenn man ein Feeling für die Strecke hat, ich glaube, der Ausgang war sogar ganz, ganz brauchbar. Dann kann man das Auto immer weiter pushen. Vielleicht nochmal den Flügel runter machen. Ja, denn eine Sache gibt es hier in Hanoi nicht wirklich. Und das sind, bis auf diese Kurve, die jetzt gerade kommt, wirklich Zonen, wo deine Aerodynamik gar nichts bringt. Ja, es gibt noch die vorletzte Kurve, die halt im zweiten Gang gefahren wird. Aber Kurven, oh, hier Bestzeit im zweiten Sektor. Kann das jetzt durch die dritte, durch den Sektor bringen. Also das ist, glaube ich, eine starke Runde hier von Nono. Ja, jetzt bloß nicht zu weit über den Curb. Da sehr vorsichtig. Schöne Raceline. Hier fast zu weit draußen geblieben. Ja, das ist letzte Rille. Wo bleibt jetzt die Uhr stehen? 1,30, 1,31, 1,32, hier weit raus. 33, 34. Ah, der letzte Sektor, das ist nicht seiner. Aber deutliche Verbesserung auf dem vierten Platz, direkt hinter seinem Teammate. Es fehlt immer noch eine Sekunde zu der Zeit von Elias. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. So, wir gucken mal gerade bei Beilagen Beate. Der kommt auch gerade über die Startziellinie. Leichte Verbesserung. Hält seinen Platz allerdings nur. Und ist immer noch auf Platz 6. Das sind halt ein paar Tausendste hinter Nono 8. Aber, muss man ganz ehrlich sagen, beide Haas-Piloten doch hier relativ stark. Bin mal gespannt, was uns die Ferrari-Fahrer gleich hier kredenzen. Und wenn ich das gerade richtig gesehen habe, sind die nacheinander auf eine schnelle Runde gegangen. Wir schmeißen uns ins Cockpit von Meinex. Etwa 7 Minuten sind noch Zeit. XD Brox leider immer noch keine gewertete Zeit. Osco auch leider immer noch mit einer unglücklichen 1,39. Doch deutlich weg von der Pace, die vorne gefahren wird. Ich persönlich muss sagen, ich finde Vietnam nicht hübsch, aber anspruchsvoll. Ist keine Strecke, die ich gerne fahre. Aber diese 180-Grad-Kurven, die harte Braking-Zone, wenn man da halt gut den Abbremspunkt findet. Man kann da viel rausholen und am Ende die Sektion, die S's, die machen schon Spaß. Der Rest ist für mich persönlich eher ein Graus, aber technisch gesehen ist die Strecke genauso anspruchsvoll wie andere. Und deswegen hier Meinex Top Bestzeit im zweiten Sektor. Ja, da ist bestimmt ein bisschen am Flügel gespart worden. Da bin ich auch nachher interessant auf die Pressekonferenz. Oder ist jemand in der zweiten 180-Grad-Kurve hängen geblieben. Sieht nach Williams aus. So, Meinex, wo bleibt deine Uhr stehen? 1,30, 1,31, wird wahrscheinlich eine 1,34er. So, 1,35,2. Schiebt sich damit zwischen die beiden Red Bull von Beilagen Beate und Being X. Being X Raoul. So, der Mann hat doch aber noch ein Teammate und... Ah, Meinex auch gerade durchgekommen. Bisschen off. Nee, Gerhard von Riva sogar ein bisschen schneller. Also, die beiden Ferraris drängen sich genau zwischen die beiden Red Bulls. Hier ist Raoul aber auch gerade nochmal auf einer Outlap und Level Light ist auch gerade rausgefahren. Hier ist der Mann. Ich glaube, der kommt gerade über die Startziellinie. Da können wir direkt in die schnelle Runde mit einsteigen. Ja, feuerfrei für Level Light. 1,34, 2,76, das ist die jetzige Bestzeit. Der letzte Sektor, das war der Punkt, wo Nono 8 ein bisschen verloren hat. Den zweiten Sektor gab es jetzt doch einige, die den sehr, sehr schnell gemeistert haben. Und vor allen Dingen schneller als Elias. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, okay, fürs Rennen musst du halt auf der Geraden schnell sein, um überholen zu können. Vielleicht lohnt es sich dafür, den Qualifier einfach zu sagen, okay, ich fahre mit ein bisschen mehr Flügel, bin vielleicht auf der Geraden langsamer, aber mein Einlenkverhalten und mein Tempo in den S's und im ersten Sektor sind deutlich besser und damit kriege ich eine bessere Rundenzeit hin. Und gerade frontflügeltechnisch kann man dann ja ein bisschen spielen. Man kann in Hanoi durchaus mit einer Frontflügel fahren. Das funktioniert.
Und da kann man vielleicht an der Abstimmung fürs Qualifying vielleicht sagen, gut, ich war mit dem Fünferflügel vorne, komme besser durch die Assists, kriege dadurch eine etwas bessere Zeit hin. Insgesamt. Und fürs Rennen schaue ich dann, dass ich da noch ein bisschen mehr mache. Da ja, ist ein bisschen ein Straucheln gekommen. Und die Runde ist tot. Ja, bleibt hier auch erstmal neben der Strecke, um halt den heranrauschenden Dingis Raoul, der da gerade auf seiner schnellen Runde ist, nicht zu behindern. Ja, wo bleibt da die Uhr stehen? Gibt es da eine Verbesserung? Ja, die Runde halt auf alle Fälle ungültig. So, warum kann ich jetzt hier nicht... So, ich würde sagen, wir schmeißen uns mal in das Cockpit des Alfa Romeos unter Kontrolle von XD Brox. 2 Minuten 39, nicht mehr viel Zeit, eine wirklich gute Zeit aufs Tableau zu bringen, ohne dass die blockiert wird. Also, heute muss die Glocke werden. Cookie Monster auch mit der 1.38 bestimmt nicht unbedingt glücklich, fährt auch nochmal raus. Oscar übrigens mittlerweile auf Platz 12. Ja, 2 Sekunden schneller gefahren als seine erste Zeit. Aber ich glaube, bei Brox ist jetzt schon ein bisschen Druck. Er hat jetzt also maximal 2 Runden, schnelle Runden, die er fahren kann. Und das wär's. Und Elias immer noch auf dem ersten Platz. Team with Honey 78.000stel dahinter. Aber in der Box, da wird er, glaube ich, keine schnelle Runde mehr schaffen. Er müsste jetzt rausfahren. So, aber Team with Honey, ja, verlässt die Session. Muss damit leben. Und so langsam können wir auch mal ein bisschen gucken, auf welche Reifen wurden denn hier die besten Runden gefahren. Cookie Monster aktuell war mit seiner Zeit auf Mediums, wäre aber unrelevant. Oh, Gerald von Riva, ja, macht hier extra Platz, sehr schön. Man darf sich davon halt nicht ablenken lassen. Also alle auf Softreifen ihre Runde gefahren. Ich denke, hier in Hanoi wird es durchaus auch zu einer Zwei-Stopp-Strategie kommen. Gerade weil die Boxengasse doch relativ... Also ich habe das Gefühl, man verliert halt hier beim regulären Boxenstopp nur 16 Sekunden. Das ist nicht viel. Also im Gegensatz zu einer normalen Rundenzeit. So, sorry, ich habe jetzt nicht allzu sehr auf die Runde von XD Brox geachtet, aber wir gucken mal, wie er sie finisht. Hier kommt er ein bisschen weit raus. Den Apex nicht wirklich gut getroffen. Weit weg von der Mauer gewesen. Kann das jetzt nochmal durch den letzten Sektor tragen. Ist eigentlich immer so ein bisschen das Ziel im Qualifier. Möglichst weit nach vorne. Aber Hauptsache nicht auf die letzten Plätze. Erstmal im Verkehr festhocken. Ist einmal nicht schön. Dr. Ionesco macht da auch nochmal Platz. So bleibt die Uhr stehen. Auf Platz 14. Wie gesagt, auch XD Brox, glaube ich, ein Ersatzfahrer. Sehe ich jetzt zumindest das erste Mal. Und ich gucke gerade mal, ist noch irgendjemand auf der Outlap? Nummer 14. Aber er wird keine Zeit mehr fahren können. Denn er müsste jetzt nochmal über die Ziellinie. Also bevor die Uhr abläuft, das ist sie aber bereits schon. Also, ich würde an der Stelle sagen, Dr. Ionesco, wobei, der könnte doch auf der schnellen Runde sein. Na, der fährt hier nämlich noch. Ja, der ist, glaube ich, eben gerade noch mal über der Startziellinie gegangen. Der hat noch eine Chance, da ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Vielleicht gehen noch die Top 10. Alle sind auf Softreifen gefahren. Also hier Medium Hard oder sowas. Einstopp-Strategie fällt wohl für die meisten flach. Soft Medium wird wohl keiner durchfahren. Also wenn dann Soft Hard vielleicht. Aber auch das könnte eng werden, gerade wenn die Hardreifen dann gegen Ende massiv abbauen. Ja, da kann man sich dann mit der Strategie auch ganz gerne mal überwerfen. Also, aktuell sieht es so aus. Elias auf Platz 1. Top-Qualifying-Zeit. Team Fanny nur ganz, ganz kurz dahinter. Danach haben wir wirklich fast die Lücke von einer halben Sekunde. Und das... Das Qualifying für Dr. Ionesco ist vorbei. Ach, schade. Er ist auch noch von irgendwem touchiert worden. Das müsste einer der Ferraris gewesen sein. Schade drum. So, Nummer 14.
Wird die Zeit noch gewertet, wenn der jetzt durchfährt? Der war doch erst nach dem... Oh, unglücklich. Also ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, weil die Leute ein bisschen versuchen, mit dem Flügel zu sparen. Da bin ich auf die Abstimmung und vielleicht können wir da nachher noch ein paar Insights vom Podium mitnehmen. Da bin ich auf die Abstimmung gespannt, zumindest bei den Leuten, die sie preisgeben wollen. Mit wie viel Heckflügel die gefahren sind. Weil das sah definitiv aus nach zu viel Gas, zu früh, zu viel Throttle. Ja, also zu viel das Gaspedal durchgedrückt und vielleicht dann noch einen leichten Lenkeinschlag gehabt. Und ja, dann habt ihr halt direkt das Differential, was sagt, alles klar, du willst da lang. Und dann drehst du dich raus. Sehr interessant auf jeden Fall, das Qualifying. Die Runde hier von Cookie Monster wird leider auch nicht mehr beendet. Er muss sich damit Platz 16 abgeben. Also, bunt gemischt. In Bahrain sah das ein bisschen eindeutiger aus. Ja, wir sehen hier die Abstände. Also Elias und T-With Honey, die setzen sich hier deutlich ab. Da ist über eine halbe Sekunde dazwischen. Und ne, Beilagen Beate und Level Light sehr dicht beieinander. Dann haben wir 3/10 Unterschied in etwa zu Nono 8 und Gerald von Riva. Dann, ja, eigentlich alles relativ dicht beieinander. Outlaw auf der 7. BingX Raoul auf der 8. Meinix auf der 9. Twitch TV Gianni auf der 10. Lemstar auf der 11. Aber auch schon fast 3 Sekunden dahinter. Genauso wie Osko. Den sehe ich demnächst tatsächlich als Stammfahrer. Jetzt das dritte Rennen in Folge als Reservefahrer dabei. Gibt immer Vollgas, auch wenn es nicht immer alles funktioniert. Dr. Janesco auf der 13. XD Brox auf 14. Nummer 14 auf 15. Cookie Monster auf der 16. Und auf der 17 war, glaube ich, gerade, weiß ich nicht. Ja, da sind 30 Sekunden ein bisschen zu kurz, wenn man da alles anspricht. Ja, Vietnam auf jeden Fall eine Strecke, muss man ganz klar sagen. Das gab es auch im Fahrerlager immer wieder die Diskussion. Ja, die Strecke ist nicht schön. Es gibt halt genau zwei Lager. Entweder man hasst sie inbrünstig oder man kann sie gar nicht leiden. Wir haben gleich noch eine Einführungsrunde, bevor es in den Start geht. Ich bin hyped. Ich bin hyped. Zumal, also, ich gehe einfach mal davon aus, dass wir hier in diesem Rennen die meisten Safety-Car-Phasen haben können. Also, ohne jetzt den Fahrern ihren Skill absprechen zu wollen. Die wissen wirklich, was sie aus ihren Autos rausholen können. Wir haben trotzdem einen Unterschied zwischen der besten Zeit im Qualifying und der schlechtesten, ich glaube, von 4,5 Sekunden. Nagelt mich bitte nicht drauf fest. Und ein Fahrfehler an der kritischen Stelle, ne, Ausgang, zweite 180-Grad-Kurve auf die lange Gerade raus zum Beispiel. Wenn sich da jemand dreht und links die Mauer küsst, dann steht quer und dann ist eigentlich sicher, dass alle, die dahinter fahren, zumindest Probleme haben werden, dann nicht mit rein zu äumeln. Black X Racing startet von 17. So. Wie gesagt, das ist auch eine Strecke, die liegt einfach nicht jedem. Die Kurve jetzt zum Beispiel auch. Da muss man ganz genau wissen, bis wohin kann ich Gas geben. Und Elias im BWT Racing Point führt das Feld an. T-With Honey dahinter, Beilagen Beate auf 3, Level Light auf 4. Und Nono 8 auf 5. Ja, die Ferrari ist, glaube ich, hier so teamtechnisch mit am dichtesten beieinander, was die Performance angeht. So, wir können jetzt. Achso, siehst du. Dann müssen wir jetzt auch wieder gucken, ja. Genau, da machen wir Intervall. Dann sehe ich nämlich die Unterschiede, wo kann überholt werden, wo nicht. So, schauen wir uns mal eben die Reifen an. Alle in den Top 10 starten. Auf Softs-Reifen. Lemster, mutig, schweres Auto, geht auf harten Reifen rein. Muss man wirklich in den ersten Runden aufpassen mit der Traktion, weil das Auto sehr krass schiebt und man damit auch ein bisschen aufpassen muss. Man muss die Bremspunkte ein bisschen nach vorne setzen. Da wird Osko mit seinen Mediums weniger Probleme haben. Dann Dr. Janesco wieder auf Softs. XD Brox und Nummer 14 auf Mediums. Hier könnte es tatsächlich eine Medium-Hard-Strategie geben, mit der man dann auch durchfahren kann. Alle, die jetzt auf Soft-Reifen starten, tippe ich einfach auf Zwei-Stopp-Strategie. Wobei man durch Soft-Medium einfach deutlich mehr rausfahren kann. Gerade beim Rausbeschleunigen auf die große Gerade, da kriegt man schon ordentlich Tempo drauf.
Ich würde zu gerne jetzt die Setups vergleichen können. Das wäre wirklich wahnsinnig schön. Ja, falls ihr übrigens Feedback habt, Lob oder Feedback im Sinne von am besten konstruktives, hey, probiert auch das und das mal aus, oder wenn ich einen Fehler mache im Cast, also wenn ich irgendeinen Bullshit erzähle, dann kann das entweder daran liegen, dass ich müde bin oder dass ich es wirklich nicht besser weiß, dann erzählt mir das ruhig. Okay, XD-Box, gerade die Session verlassen. Das sieht nicht gut aus. Disconnect. Ah, okay. Die Fahrer nehmen jetzt ihre Aufstellung. Ich bin dafür, wir gucken uns den Start wieder so aus dem, ja, vom dritten Position aus an, beziehungsweise aus der vierten, denn gerade vorne, da wird es, je nachdem, wie man den Start trifft, darum gehen, direkt Plätze gut zu machen. So, ich mache die Reifen jetzt erstmal aus. Ich denke, das reicht uns vorerst. Alle stehen. Da war der Reset. Ampel geht an. Drei Lichter, 4, 5. So, ich hoffe, dass jetzt diesmal alle gleichzeitig starten dürfen. Und ja, das ist wieder Bug 3000. XD-Brox führt das Feld angeblich an, aber Elias und Team Epani sind da besser weggekommen. Die beiden Ferrari aber, oh, nee, ein Ferrari, guten Stopp, guten Start hinbekommen. Die beiden Haas direkt hintereinander. Das wird jetzt eine Runde dauern, bis sich das sortiert. Da hat leider Codemasters irgendeinen Bug drin. Das sortiert sich aber gleich. Bis jetzt hat das immer geklappt. So, jetzt passt es wieder. Elias auf der 1, dahinter Tiwithani, Beilang Beate auf 3, Gerald von Riva auf der 4. Tatsächlich Meinix hat ein paar Plätze verloren, da hat sich Twitch TV Gianni tatsächlich durchschlängeln können. Outlaw auf der 6 hat auch einen Platz gut gemacht. Und direkt gelber Sektor, da scheint sich einer der Mercedes gedreht zu haben. Dr. Janesco hat da federn lassen müssen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob hier direkt ein Angriff gestartet wird. Auf Elias. Ne, DRS wird es offen ab Runde 3. Ach ja, Dr. Janesco. Da ist schon fast egal, welche Strategie da ursprünglich geplant war. Ist auch auf Softs gestartet. Schwierig. Lämpster auf den harten Reifen, auch direkt Position verloren. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. So, schon die erste kleine Lücke, Beilagen Beate. Hat er schon. Da wäre aktuell noch drin im DRS-Fenster, wenn es dann offen ist. Gelbe Flagge im dritten Sektor. Und das ist, glaube ich, einer. Einer der McLaren. Der andere fährt in die Box. Haben die sich berührt? Oh, Nummer 14. Direkt raus. Hat aufgegeben. Dr. Janesco scheint da auch einen Flügelschaden zu haben. So, ja, wird gerade gewechselt. Sieht bei Lemster aus, der fährt gerade schon wieder raus. Uff. Ja, das ist. Es ist Vietnam, es ist ein bisschen Krieg. Und glaubt mir, liebe Freunde, ankommen kann Punkte bringen. Und ich sag's nochmal dazu, die Top 15 bekommen Punkte. Also sollte man auch irgendwann sich überlegen, okay. Irgendwann ist es einfach auch wertvoll, das Auto zu retten und über die Ziellinie zu bringen. So, hier fahren die beiden Haas hintereinander her. Wir sind im Cockpit von Nono 8, kurz hinter Level Light. Ja, ist trotzdem irgendwie alles wieder buggy. Also, ja, das Racing der Jungs ist gut. Aber die Zeitnahme von Codemasters, die hätte ich mit 3 Jahren und der Stoppuhr besser gemacht. Und zwar für alle 23 Autos. Ich weiß, es sind nur 17, aber nenne gerne mal andere Zahlen. Oh Mann. Ja, die beiden Jungs, die jetzt gerade in der. Quatsch, die drei, die in der Box waren. Kriegen da jetzt deutlich hintereinander her. Und aktuell sieht es so aus, als. Na, Team Funny würde dran. Bleibt aktuell dran. Wir haben jetzt doch schon größere Abstände zwischen den Autos. Wegen Raoul verfolgt die Gerald von Riva. Wie gesagt, das wird gleich, beziehungsweise jetzt gleich interessant. Ne? DRS-Zone. Gerald von Riva, ich glaube, der hat kein DRS von seinem Vordermann.
Überholen kurz genutzt. Also da kann wegen extra Uhl jetzt. Warte mal, Gerd von Riva wird von der AI gesteuert. Hat der Disconnect gehabt? Ja, das wird dann natürlich nur von der 65er KI oder sowas gefahren. Also ja, nicht das Problem, da vorbeizukommen. Und wegen extra Uhl wird da jetzt echt kein Problem haben, weil DRS geht gleich auf. Überholen ist genutzt. Jetzt der Flügel offen. Und da ist noch der andere Ferrari. Mein Ex auf der rechten Seite. Da kommen sie zu... Was ist denn das für ein Sandwich? Haben sich jetzt beide an Geralt vorbeigedrückt. Der scheint immer wieder da zu sein. Ne, also mein Ex ist nicht vorbeigekommen. Sorry. Sorry für die Fehlinformation. Also es scheint alles gar nicht so stabil zu laufen. So, wir gucken mal eben ins Cockpit von Nono 8. Der fährt Outlaw hinterher. Aber Outlaw hat, müsste gerade Nono 8 überholt haben. Der war doch ursprünglich Siebter. Ja, haben wir verpasst, Leute. So, ich würd behaupten, wir schmeißen uns mal in den Williams. Wir gehen an die Spitze. Denn hier fahren die beiden Führenden in der Fahrermeisterschaft. Auf jeden Fall aktuell um den Sieg. Sehr fieser Quersteher hier von Team with Honey. Konnte den aber ganz gut retten. Müsste da viel am Lenkrad arbeiten. Wichtig ist für ihn, nicht aus der DRS-Zone seines Vorfahrenden rauszufliegen. Denn dann fehlt ihm ein wichtiger Faktor, um eventuell noch Zeit gut zu machen auf Elias. Ja, ich springe mal gerade ein Fahrzeug nach vorne. Wir gucken mal, wie sieht aus. Ja, er ist es noch relativ gut vorhanden. Da fährt Team with Honey auf jeden Fall deutlich mehr raus. Und wenn er an Elias vorbei will, dann hat er jetzt nur so in etwa, ja, vielleicht noch eine Runde. Ansonsten ist ERS gleich leer. Da gab es noch einen kurzen Flick. Oh, will er das jetzt probieren? Nein, klappt einfach nicht. Übrigens, die Startzielgerade als ERS-Zone finde ich viel zu kurz. Da muss man schon wirklich im Getriebe des Vorfahrenden hängen, um vorbeizukommen. Jetzt durch die S's. Na, je mehr Curb man hier mitnimmt, desto besser eigentlich. Wenn man dann den Speed höher halten kann. Aber natürlich möchte man es auch vermeiden, da irgendwo in die Mauer mit reinzuschlagen. Hier im zweiten Gang rum. Im vierten, damit man die besseren Lenkanschlagen hat. Und wieder drauf. Ja, Verbremser bei Elias. Ja, ich glaube, aktuell passiert da nichts. Wir können nochmal nach vorne schalten. Okay, also Elias kann sich da immer wieder ein bisschen absetzen. Und wenn er das rettet über die große Gerade. Oh, da hat sich schon wieder Mercedes gedreht. Das ist nicht schön. Wenn er das auf die große Gerade retten kann, dann ist es auf jeden Fall sehr schwierig für Team Funny da vorbeizukommen. Wir sind bei Twitch TV Gianni. Der ist kurz hinter wegen extra Uhl. Bin ich sicher, ob der gerade überholt wurde oder gerade selber angreift. Er ist es auf jeden Fall gut gefüllt. Das Energy Recovery System, was aus Turbolader und Bremsen Energie zurückführt. Na, hier den Exit gut kriegen ist auf jeden Fall essentiell. Und das sieht aus, als ginge da was. Wegen extra Uhl, kein DRS. Und Dr. Janesco gerade in die Box gefahren, kriegt aber eine 5-Sekunden-Strafe aufgebrummt, weil er da anscheinend so schnell war. Währenddessen sehen wir das Überholmanöver von Twitch TV Gianni im Renault gegen den Red Bull von Wings Raoul. Verweist ihn damit auf den 10. Platz. Und ich glaube, da ist auch gerade keine Chance, um nochmal zurückzuschlagen. Oh, aber da kommt Twitch TV Gianni zu weit raus. Schon fast. Schon fast hier mit einem Unsafe Release. Oder Unsafe Rejoin in diesem Fall. Und bei Being Extra Uhl ist wieder vorbei. Das war kurz die Euphorie. Ja, Überholmanöver. Being Extra Uhl jetzt wieder von der AI gesteuert. Also irgendwas ist hier heute doch wieder. Da ist doch schon wieder was kaputt. Und jetzt ist er wieder da, also. Das kann er natürlich das Rennen dann auch kaputt machen. Aber, tja, da war das Überholmanöver leider nur von kurzer Dauer.
ich schätze einfach mal, wir werden den ähnlichen Move gleich nochmal sehen. Wirklich verteidigen wird das Raoul nicht können. Er hat fast kein EAS. Und ja, hier konnte er es jetzt gerade nochmal abwehren. Vor der 180-Grad-Kurve. Aber ihr habt es gerade gesehen, ne? Der gelbe Balken war da fast ausgelutscht. Also er kann es vielleicht kurz nutzen, aber auf der Länge der Geraden. Da ist jetzt auf jeden Fall eins klar, da wird Gianni vorbei. Sich vorbei katapultieren. Ja, also auf jeden Fall hier deutlich schneller. Ja, jetzt auf jeden Fall nicht zu spät anbremsen in die Kurve. Switchback gibt es hier nicht. Und jetzt diesmal bitte diese Kurve nicht versemmeln. Ja, das sieht deutlich besser aus. Vielleicht auch da jetzt die Chance, sich abzusetzen. So, Tea with Honey, das erste Mal in der Box. Und da gucken wir gleich mal, was da für Reifen drauf kommen. Elias darf jetzt erstmal fahren. Zwei-Stop-Strategie. Und das geht auf Mediums. Also Medium Soft, Medium eventuell. Boah, hat er scheint einen Flügelschaden gehabt zu haben. Oder war das, okay. Ich habe da jetzt nicht gesehen, dass irgendwelche Baseplates oder Endplates gefehlt haben. Aber der Flügel wurde gewechselt bei Tea with Honey. Und er muss jetzt erstmal vom 10. Platz aus wieder angreifen. Das hat er sich bestimmt anders vorgestellt. Vom Skill würde ich ihn auf jeden Fall so stark sehen, dass er bestimmt nochmal in die 5 oder in die 6 reinfahren kann. Ja, 7 Runden auf den Softreifen. Die Mediums werden nur in etwa bis Runde 20 halten. Vielleicht ein mini bisschen länger, aber besser wäre es für ihn dann, glaube ich, am Ende nochmal auf Soft zu fahren. Sollte es jetzt nochmal eine Safety-Car-Phase irgendwie so bei Runde 20 geben, wenn vielleicht auch die Konzentration nachlässt, kann er natürlich auch nochmal einiges gähnen. Ja, Level Light nur noch auf 9. Wir können mal gucken, wer schon alles gestoppt hat. Ja, aktuell noch nicht ganz so viele. Ja, auch Elias muss noch in die Box und da befindet er sich auch gerade. Mal, was da aufgezogen wird, ob er auch auf Mediums geht. Oh, sorry. Das war nicht der Plan. Ja, Beilagenbeate darf jetzt das Feld anführen. So, das sieht auch nach, ja, das sind auch Mediums. Also, selbe Strategie hier. Ja, Reifen, gutes Thema. War es auch heute in Silverstone. Ja, habe ich lange nicht mehr gesehen, dass jemand wirklich mit kaputten Reifen über Start und Ziel geht. Ich glaube, das letzte Mal war tatsächlich Michael Schumacher 98. Ich weiß aber nicht mehr, welchem Track das war. Oh, Level Light jagt hier mit Chili Gianni hinterher. Scheint aber gerade schon überholt worden zu sein. Und da vorne ist Meinix. Anscheinend gleich das nächste Opfer. Halbe Sekunde hier. Das sieht aber weiter entfernt aus. Den sehe ich denn gerade gar nicht. Ah ne, das sind 5 Sekunden. Angriff, Manöver von Level Light und der ist vorbei. Das ist natürlich problematisch, weil man keinen Vorsichtfahrenden hat, der einem DRS gibt. Also das Drag Reduction System, der offene Flügel da nicht nutzbar. Gelbe Flagge im zweiten Sektor. Und da hat sich einer der Ferraris gedreht. Meinex. Spinella. Bitter. Ich hoffe, da ist nichts kaputt gegangen. Wir können mal gerade schauen. Da leichter Quersteher hier von Level Light. Schönes Überholmanöver. Sauber. Nichts passiert. So, ich schaue mal parallel, ob Meinex direkt in die Box fährt. War der schon in der Box? Weil wenn er schon gestoppt hat, wäre es bitter. Er muss eh noch in die Box. Gianni ist jetzt auch reingefahren. Ich will mal kurz gucken, ob das Auto hier einen Schaden hat. Ja, Meinex auf jeden Fall in der Box. Ich kann gerade den Flügel nicht komplett sehen. Wir
müssen wir gleich mal schauen. So, da gibt es auf jeden Fall, ja, da gibt es einen neuen Flügel. Da fehlt auf der linken Seite doch einiges. Auch hier gibt es Medium-Reifen. Ja, und das ist eben der Punkt im dritten Sektor in den SS. Fühlt sich ein mini bisschen an wie Suzuka ohne den Höhenunterschied. Man kann da sehr viel gewinnen, aber wenn man es übertreibt und die Kontrolle ein bisschen verliert, dann hängt man eigentlich sofort in der Mauer. So, Meinix kommt wieder raus. Ist jetzt zurückgefallen auf den 12. Platz, hat seinen Boxenstopp aber schon hinter sich. Und damit ja, wird er sich definitiv noch an Osko vorbeidrücken. Und ich würde sagen, dann ist er auf jeden Fall auch wieder in Schlagdistanz. Wie gesagt, die Ferrari ist eigentlich in den letzten Wochen immer gut abgeliefert. So. So, wir gucken mal eben. Beilagen. Beate lag hier Level Light gerade hinterher. So, ich lasse euch jetzt auch einfach mal die Übersicht mit den Reifen ein bisschen auf. Das wird jetzt nämlich der interessante Gamble. Lemster übrigens immer noch auf Softreifen unterwegs. Ja, eigentlich fahren aber alle Mediums. Außer Cookie Monster. Cookie Monster fährt auf harten Reifen. Auf denen kann man jetzt definitiv durchfahren. Also alle, die vor ihm sind und nochmal pitten. Ah, da wäre er dann zumindest näher dran. Wie gesagt, ich finde die Boxengasse in Hanoi doch ja so sehr kurz. Also auf anderen Strecken verlierst du halt 20 Sekunden durch einen Boxenstopp. Hier verlierst du, glaube ich, nur 15, 16 Sekunden. Das ist angenehm. Da kann man sich eher mal überlegen, einen Stopp mehr zu machen, die frischen Reifen mitnehmen. Vielleicht auch ein bisschen safer, gerade wenn man mit wenig Flügel fährt, um einfach dafür zu sorgen, dass man den Grip halten kann. So, und wieder Sektor 3. Nochmals Mercedes, der sich da gedreht hat. Es ist Kurvenausgang bei der vorletzten Kurve. Die geht nach rechts, da versucht man eigentlich ganz nah am Körper nach rechts zu bleiben. Wenn ein Dame die Traktion verliert oder ein anderes Tier bekommt, ne, die Mauer links, die sagt halt guten Tag. Oder man dreht sich da. Aber das ist wirklich ein Hotspot. So, Beilagen Beate. Die etwas frischeren Mediums. Und definitiv im DRS-Fenster drin von Devil Light. Bin übrigens ein bisschen überrascht, dass wir noch keinen Safety Car haben, aber da muss ich auch sagen, Respekt an die Fahrer. Da gab es zwar jetzt schon ein, zwei kleinere Problemchen, aber Devil Light, man sieht, ne, hat da ein bisschen zu tun, den Haas unter Kontrolle zu kriegen. Macht sich natürlich für die Reifen auch nicht gut, ne? Also so ein, wenn man so einen Quersteher zu oft hat, die Hinterreifen mögen das gar nicht, die mögen jetzt vielleicht auch ein bisschen zu warm sein. Dadurch bauen die schneller ab. Oder man hat halt nicht den Grip in der nächsten Kurve. Dadurch verliert man auch nochmal wieder Zeit. Weil man einfach die Power nicht auf die Strecke bekommt. Ich werde vielleicht jetzt einfach mal ein bisschen absetzen. Schau mal gerade, wie sieht das DRS technisch aus. Das hat der Leiter zur Verfügung. Und der haut aber auch schon ordentlich durch. Also da hat Beilagen Beate jetzt, glaube ich, den längeren Atem. Das Gute für Devil Light ist, der hat noch Tea with Honey vor sich. Aber der ist schon aus dem DRS-Fenster raus. Den wird er, glaube ich, nicht mehr bekommen. Also da kann sich auch hier der Williams-Pilot wieder absetzen. Und das heißt für den Haas dahinter, es wird unentspannt. Denn er hat kein DRS mehr. Beilagen Beate hier schon neben ihm. Kann er ihn jetzt direkt snacken? Kommt da direkt vorbei. Und damit hat sich das Thema dann auch erledigt. Es hat dabei sogar Zeit gewonnen auf Tea with Honey. So, wo haben wir noch? Ah, wir können mal auf die Änderungen im Gegensatz zum Grid gucken. Also, sprich, wo sind die Leute gestartet? Wo sind sie jetzt im Rennen? Ja, und da sehen wir doch die einen oder anderen, die mal so zwei Plätze gut gemacht haben. Outlaw beispielsweise, Twitch TV, Gianni, Osko auch wieder in den Punkten aktuell auf der 10. Und Black X Racing, vier Plätze gut gemacht. Sauber. So, wir gucken mal, was der Meinix hier macht. Ne, nach seinem Boxenstopp und Flügelwechsel wird er bestimmt nicht ganz so happy sein. Hier ist Raoul übrigens noch nicht in der Box gewesen.
Ja, aber der jagt jetzt den Lenz da und geht da ganz nah an die Box ran. An die Mauer. So, das hier ist übrigens die beliebteste Kurve zum Drehen. Jetzt hier der Ausgang. Wenn man gleichzeitig versucht, also man landet ja in der Mitte des Tracks und möchte eigentlich nochmal ein Stück nach rechts rüber. Und wenn man da zu hart am Gas ist, dann sagt das Heck einfach Tschüssikowski. Kommt auch so ein bisschen drauf an, wie hoch man den Stabi hinten hat und wie krass vorne. Also wie lenkfreudig ist das Fahrzeug? Vielleicht gab es auch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht ein bisschen zu riskant gegangen ist. So ein, zwei schnelle Runden mag das gehen, aber um konstant eine Rennpace zu halten, wird es dann noch manchmal schwierig, das Auto permanent unter Kontrolle zu halten. Wir sind in Runde 12. Meinex jetzt einen Platz gut gemacht, weil Lenz dann die Box gefahren ist. Und ja, wir wurden quasi um ein Überholmanöver beschissen. Immer dasselbe hier. So, Being Extra Ul wieder hinter Twitchy Vici an. Was passiert denn hier? Das ist ja ständiges. Das ganze Rennen ist im Flugs. So, Reifen lasse ich euch jetzt mal auf. Level Light auf seinen Reifen ist jetzt auf 8. Ja, 5 Sekunden. Aktuell sein Rückstand auf Being Extra Ul. Diaz kann sich anscheinend vorne tatsächlich absetzen. Jetzt 6 Sekunden weg zu Tiwifani. Beilagenwerte auf 3, Outlaw auf der 4. Also war schon eine gute Performance, muss man sagen, von den Racing Point Piloten. Ja, die Red Bulls da ein bisschen weiter auseinander. Meinex auf 11. Oh, hat sich gerade an Osko vorbeigeschoben. Tut mir leid, das habe ich gerade nicht gezeigt. Ich dachte, hier vorne geht es ein bisschen krasser zur Sache. Also, Meinex auch wieder in den Punkten. Aber ich würde Osko noch nicht rauscallen, denn ich meine, nee, jetzt müssen alle in der Box gewesen sein. Okay, ich denke, hier dauert das noch ein bisschen, bis wir den Dory-Manöver sehen. Vielleicht jetzt auf der großen Gerade. So ein leichtes Serverlex. Ah, da war keine ERS benutzt. Oder später, oder doch nicht. Das ist schon doch ein bisschen komisch. Oh, da gab es einen Dreher. Von Lemster. Das wird ihm nicht gefallen. So, wir gucken jetzt aber mal ins Cockpit von Cookie Monster. Das ist nämlich der Teammate von Team with Honey. Der jagt hier gerade Black X Racing hinterher. Er ist doch ganz gut aufgebraucht. Aber wie gesagt, Lenz hat sich gerade gedreht. Ich bin nicht sicher, ob sich da schon wieder Teile vom Auto verabschiedet haben. Und Team with Honey kriegt eine 3-Sekunden-Strafe. Scheint da die Map ein bisschen breiter zu gemacht zu haben, als sie denn eigentlich ist. So, und jetzt der Angriff. Das sollte Black X Racing eigentlich nicht verteidigen können. Zieht jetzt ein bisschen nach drinnen. Ja, sollte jetzt auf jeden Fall auf der linken Seite bleiben. Ja, und obwohl es die harten Reifen sind, mit DRS auf, ist da das Überholmanöver auf jeden Fall perfekt. Könnte natürlich die nächste Runde ein Switchback geben. Black X Racing auch auf alten Medium-Reifen. Ich glaube, der ist tatsächlich auf den gestartet. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr ganz im Kopf. So, bevor wir es verpassen, gehen wir ganz schnell zu Being Extra Ul. Und wir haben es quasi schon verpasst. Drückt sich gerade an Gianni vorbei. Und der dreht sich tatsächlich. Ist mit dem Vorderreifen ans Hinterrad von Being Extra Ul gekommen, als er in die Schikane hier einbiegen wollte. Und da ist auch ein Endplate flöten gegangen. Nicht nur überholt, sondern auch berührt worden. Und preisen den Herrn, wir haben das erste Safety Car. Also, wer jetzt nochmal einen günstigen Boxenstopp haben möchte, jetzt ist die Chance. Ne, Ilias sofort reingefahren. Oh, das passte für ihn. Für Ilias war das perfekt jetzt in dem Moment. Der war nämlich kurz vor der Boxeneinfahrt und fährt direkt nochmal rein. 14 Runden sind es noch. Könnte sich jetzt nochmal neue Softreifen einpacken. Team Fanny auch in der Box. Günstiger wird es nicht, wer jetzt nicht reinfährt. Ja, der
Außer man hat jetzt frische, harte Reifen wie Cookie Monster. Ich glaube, da würde ich sogar draußen bleiben. Die bauen auf jeden Fall nicht so stark ab, dass man es merkt. Und Elias hat sich auf harte Reifen nochmal gewechselt. Team Fanny ebenso. Nono bleibt draußen auf Mediums. Und ein paar Führungsrunden absolvieren. Kann aber nicht. Elias bleibt sogar in Führung. Natürlich müssten die Jungs ihr Delta halten. So, und da ist der Safety Car. Ja, natürlich erste Maßnahme, Boxenstopp, den Sprit auf Mager stellen, um eben ein bisschen Energie zu sparen, weil die kann man jetzt eh nicht gebrauchen, gerade auch, weil die Autos aber dicht hintereinander herfahren. Ist es da wichtig, dafür zu sorgen, dass eben der Motor auch nicht so heiß wird, ne? Den muss man dann nicht auf Standard fahren. Ja, man kriegt halt die Dirty Air vom Vordermann. Geht auch ein bisschen darum, weil man kann jetzt nicht unbedingt sagen, wie lange das Safety Car draußen bleibt. Aber man muss seine Reifen so ein bisschen auf Temperatur halten. Also gerade bei den harten Reifen, die eh nicht so viel Grip haben, ist das doch sehr, sehr wichtig. Die Soft-Reifen bauen halt dann eher wieder Hitze auf. Und jetzt waren alle in der Box, außer Nono 8. Ja, der hat 5 Runden alte Mediums. Fährt aktuell auf Platz 2. Das bringt jetzt natürlich das Feld auch nochmal zusammen. Twitchy Vigiani, aktuell auf dem 10. Platz, hat sich Soft-Reifen gegönnt. Oh, mit 14 Runden, oh, da könnte man durchaus was machen. Hm? Die werden am Ende ganz schön zerlutscht sein. Wobei man jetzt natürlich auch wieder sagen muss, es ist die Safety-Car-Phase. Also vielleicht da Gold richtig. Denn die Runden, die du in dem Safety-Car hinterher fährst, dass sie mit 150 bis 200 rumkurvt, also halt desolate Geschwindigkeiten, ne? Mit dem Formel-1-Fahrer bist du halt doppelt so schnell. Die kann man nicht wirklich zählen, die Runden. Bedeutet Reifenabriebwerf 1% statt 2% pro Runde. Und das könnte genau das bisschen sein, was Twitch TV Gianni trotz seines Drehers dann doch nochmal die Chance gibt, deutlich anzugreifen auf Meinex und auf alle, die davor zu fahren oder zumindest seinen Platz zu verteidigen. Cookie Monster ist draußen geblieben auf den harten Reifen. Und wenn ich das richtig sehe, Black X Racing auch immer noch mit nur einem Stopp. So, ich gucke jetzt mal gerade. Nee, Cookie Monster hat 2 Stops gemacht. BlackX Racing, der ist immer noch nur auf einem Stopp. Ist aber, glaube ich, auch Softs gestartet. Oder ist auf Mediums gestartet, hat die irgendwann gewechselt. Das habe ich jetzt echt nicht mehr im Kopf. Also, muss an der Stelle einfach mal Respekt an die Fahrer aussprechen. Denn... Oh, Black and Tracing jetzt an die Box. Da würde ich doch sagen, wir gehen mal direkt gucken, was da für Reifen jetzt aufkommen. Könnten eigentlich nur Soft-Reifen sein. Aber ich muss wirklich den Fahrer... Ne, packt nochmal Mediums drauf. Okay, dann ist er Soft, Medium, Medium gefahren vermutlich. Also jetzt auf jeden Fall. Gut, mit denen wird er auf jeden Fall durchfahren können. Aber ich muss den Fahrern echt nochmal Respekt aussprechen. Denn ich habe wirklich bis zu diesem Punkt mit deutlich mehr Eliminierung, mit deutlich mehr Fahrern gerechnet, die eben das Fahrerfeld dann schon verlassen müssen. Wir haben leider aktuell, ja, also ich sag mal, jeder, der nicht ankommt, das ist eigentlich schade. So Nummer 14, von dem müssen wir uns verabschieden. Ich glaube, Dr. Janeko auch aktuell nicht allzu happy über seine Performance. Schon fast hier eine Runde hinten dran. Hat jetzt durch das Safety Car natürlich eine Chance nochmal aufzuholen. Aber das wird jetzt nochmal eine spannende Endphase. Einfach, weil alle nochmal aneinander rankommen. Viele, viele waren nochmal in der Box. Nono ist der 8, ist gerade der Einzige, der nur mit einem Stopp unterwegs ist. Ist auf den harten Reifen draußen geblieben. Das kann ihn natürlich gleich nochmal ein paar Plätze kosten. Weil anstatt, dass sich halt jetzt das Fahrerfeld vorne in ja, 20, 30 Sekunden insgesamt befindet, das gleich nur 5 Sekunden, wenn es den Race Restart gibt. Warte mal. Hier ist ein Stopp. Ist gerade noch auf Mediums draußen. Das sind 6 Runden alt. Aber die werden gut abgefahren sein, aber man könnte auf den durchaus durchkommen. Na, und ihr seht, die Fahrer fahren nicht umsonst so Schlangenlinien. Die sind nicht betrunken.
sondern es geht hier wirklich darum, die Reifen auf Temperatur zu halten. Wer das nicht macht, bekommt in den ersten Kurven nach dem Race-Restart einfach ein massives Problem. Man kann die Pace nicht mitgehen, der Gegner ist direkt eine Sekunde weg. Dann sind die Reifen zu spät wieder warm, da kann man sich nicht ranfahren, wenn das DRS offen ist. Und unter Umständen verliert man dann einfach die vorne vor einem fahrenden Fahrzeuge komplett aus dem Auge und fällt dann langsam zurück. Ja, bin gespannt, ob die Taktik von Cookie Monster aufgeht mit den harten Reifen. Man kann mit denen durchfahren. Elias wird auf jeden Fall ein bisschen Tempo verlieren. Tea with Honey auch auf den harten Reifen, also eventuell da sogar noch ein paar Runden die Chance für Nono vielleicht anzugreifen. Aber ich muss persönlich sagen, ich glaube für Nono 8 wäre es tatsächlich sogar besser, vielleicht einfach Zweiter zu bleiben. Den Platz verteidigen, die Reifen ein bisschen schonen, mehr das DRS zu nutzen, anstatt krampfhaft versuchen nach vorne zu kommen. Denn ich glaube, Elias und Tea with Honey sind dann doch eigentlich noch so ein Ticken besser als Fahrer. Gespannt bin ich auf jeden Fall auf Twitch TV Gianni, der jetzt nochmal auf Soft-Reifen gewechselt ist. Und je länger das Safety Car draußen bleibt, desto besser läuft das für ihn. Also 10 Runden auf Softs ist absolut kein Problem, oder 11. Dr. Janesco da ein bisschen weit nach vorne. Muss natürlich den anderen Fahrer wieder passieren lassen. So, Fahrerfeld ist auf jeden Fall eingefangen. Safety Car kommt in dieser Runde rein, das heißt, es gibt gleich den Race Restart. Und da ist jetzt ganz wichtig. Oh! Lemse hatte Kollision mit Black X Racing gehabt. Ich hoffe, ich kriege noch ein paar Tipps zugespielt. Na, da fehlt auf jeden Fall der Endplate. So, Startziel gerade. Elias führt das Feld an. Dahinter Nono 8. Dahinter Tea with Honey. Beilagen Beata auf der 4. Outlaw auf der 5. Gerald von Riva auf der 6. Being Straul auf der 7. Level Light auf der 8. Meinix auf der 9. Und Twitchy Vigiani, der einzige auf Softreifen, gerade in den Top 10. Direkt dahinter. Grüne Flagge. Ab geht's. Endspurt. 10 Runden noch in Hanoi, wenn man das schon Endspurt nennen kann. Jetzt geht es drum. Kann Nono 8 dranbleiben? Wird er direkt von Beilagen Beata von Tea with Honey gefressen, und das sieht zumindest danach aus. Ist aber auch weit links geblieben. Da hat er bestimmt eine Verwarnung bekommen. Also, die beiden harten Jungs, ja, die beiden mit harten Reifen, führen das Feld wieder an. Ich würde jetzt zu gerne die Telemetrie ein bisschen sehen von Nono 8, ob die Reifen warm genug waren. Und da gibt es in Sektor 1 direkt nochmal gelbe Flagge. Da bin ich gerade nicht sicher, was da passiert ist. Habe ich nicht ganz gesehen. Oh, Beilagenbeate mit dem Angriff auf Nono 8. Sollte die frischeren Reifen haben. Auf jeden Fall. Ja, 5 Runden macht jetzt nicht den Mega-Unterschied. Aber es geht halt auch ums Racing, ne? Wer kommt besser mit seinem, mit der Strecke, mit dem Auto klar? Aktuell am dichtesten dran am Überholmanöver ist Gerald von Riva. Der fährt ja Outlaw hinterher. Und wir haben Meinex, der an Twitch TV Gianni knabbert. Und Mercedes und Williams parken ihre Autos im dritten Sektor. Cookie Monster scheint sich dann mit Black X Racing einmal getroffen zu haben. Und wir haben direkt das nächste Safety Car. Da gibt es noch 5 Sekunden Strafe für Black X Racing. Virtuell Safety Car bedeutet ebenso, ne, Tempo runter, Delta halten, wieder auffahren. Manchmal wird aus einem virtuellen ein richtiges Safety Car. Schade. Er hat direkt wieder das Rennen eingebremst. Und ich sehe da gerade einen Haas in der Box. Das ist Nono 8. Der scheint sich jetzt nochmal neue Reifen abgeholt zu haben. Das gab es da bestimmt, Softreifen, oder? Ja, genau. Softreifen. Er ist aktuell auf der 13. Der Punkt ist da. Natürlich vor allen Dingen einer. Man möchte allen anderen, die mit den älteren Reifen unterwegs sind,
Und Level Light kriegt jetzt eine Durchfahrtsstraße. Ist während der VSC-Phase gerast. Der muss einmal durch die Box heizen. Oh, das ist bitter. Das ist bitter. Und das heißt, der ist eigentlich safe raus aus den Top 10. Ah, oh, wie gewonnen, so zerronnen. Und jetzt ist die Session gecrashed. Das ist sehr unentspannt. Okay, wir sind wieder drin. Also das mit der Serverstabilität, da muss man auf jeden Fall nochmal wissen, was machen. Also mir ist gerade das Herz stecken geblieben. Stecken geblieben vor allen Dingen. Ich guck, die Monster jetzt disqualifiziert. Nummer 14 ist aber wieder drin. Null Boxenstopps. Jetzt ist irgendwie alles resettet worden. Ist das gut? Ah, ja, Leute, wenn ihr bis zu diesem Punkt gekommen habt, schreibt bitte alle einmal Hashtag Codemasters. So falsch geschrieben wie nur irgend möglich in die Kommentare. Würde mich freuen. Codemasters, Hashtag Codemasters in die Kommentare schreiben. Und zwar so falsch geschrieben wie nur möglich. Mit Leadspeak, mit Zahlen, mit K vorne, ist mir egal. Alter, das wäre jetzt schade gewesen. Aber wait. Der sagt gerade Runde 0 von 28? Jetzt müsste eigentlich die 22. Runde sein, aber ich weiß halt nicht, wann die letzte Runde dann anfängt. So, da hat sich auf jeden Fall Outlaw einmal ausbremsen lassen. Also irgendein Fahrzeug ist da sehr, sehr langsam. Ist das Dr. Janisco? Nein. Achso, Cookie Monster. Ja, den kann ich nicht mal mehr anwählen. Der wird wahrscheinlich von der KI gesteuert. Leider auch unsafe rejoin, aber... Ach, Mann! Ja, sowas ist bitter. Nummer 14 ja eigentlich auch raus. Macht jetzt gerade angeblich einen Boxenstopp. Gelbe Flagge in der dritten. Nur 8 auf Platz 5 überrundet hier den Osco gerade. Also es ist sehr strange. Ich bin froh, dass ich noch zu Ende zeigen kann. Ich kann euch jetzt allerdings leider nicht sagen, in welcher Runde wir sind. Ich kann es euch einfach nicht sagen. Vor allem Cookie Monster ist disqualifiziert, fährt trotzdem weiter. Und überall, wo er fährt, gibt es eine Gelbphase. Es ist immer Gelbphase. Leute, Hashtag Codemasters. Ich liebe dieses Spiel, aber... Achtet mal auf die Minimap. Wo der Williams langfährt, gelb. Da muss man dann als Fahrer noch probieren, dass man keine Strafe kriegt. Ich kriege auch keine Intervallzeiten angezeigt. Schnellste Runde, ja, okay. Ja, also ein paar Daten wären irgendwie schon schön. Ich habe ja auch zum Beispiel hier bei den Reifen, ja teilweise werden das Softreifen mit 0 Runden gefahren. Also, da haben wir nichts von, Freunde. Da haben wir nicht wirklich viel von. Ich kann das eigentlich direkt wegstellen. Ich hoffe zumindest, dass die Plätze stimmen. So, da ist nochmal Lemster in der Box. Da hat's nochmal einen Flügel. Warum fährt er nicht raus? Warum fährt er nicht raus? Okay, scheint da vielleicht auch disconnected zu sein. Twitch TV Gianni battelt sich hier mit Minex. Bin grad nicht sicher, wer da wen überholt hat.
bei den Reifen. Ja, 21 Runden ist er nicht auf Soft unterwegs. Nein, keine Chance. Ich krieg halt keine Intervallzeiten angezeigt. Ach Mann. Kannst du dir halt nicht ausdenken. Ne? Manchmal ist es so. Aktuell schnellste Runde im Rennen übrigens Team Fanny mit einer 1:38.257. Und ich glaube, die anderen Runden, das sind die vorläufig schnellsten Runden, die mal gefahren wurden. Also ich kann jetzt leider auch ganz, ganz schlecht wirklich abschätzen, wo es gleich Überholmanöver geben wird. Wobei ich glaube, hier vorne ist er doch schon. Das sieht nach einer knappen Kiste aus. Da gab es gleich eine kurze Berührung mit von Tiwifani. Der ist eigentlich auf 2, aber Gerald von Riva auf 6 fährt vor ihm. Okay, jetzt ist es komplett broken. Also vermutlich ist es, weil ich in der Session, die Session einfach wieder rejoined bin. Das heißt, die Platzierungen passen ja gar nicht. Also angeblich führt Elias. Das glaube ich auch. Tiwifani auf 2 fährt aber definitiv woanders. Tiwifani gerade nur auf dem 5. Platz. Bing Raoul ist auf 2. Dahinter haben wir allerdings nicht Level Light, sondern ziemlich sicher Outlaw. Und dahinter vermute ich einfach mal Gerald von Riva. Der wird aber immer noch auf 6 gerankt. Den aufs offizielle Ergebnis abwarten. Ich gucke jetzt gerade mal auf die Reifen. Also da kann ich ja der schnellsten Runde auch nicht trauen. Das ist ja vollkommen egal jetzt. 22 Runden. Ja, das heißt, es sind noch 5 Runden jetzt zu fahren. Ich kann jetzt nichts mehr vertrauen. Ich kann jetzt über die Minimap. Ja. Und über die... Oh Mann. Kann ich mir zusammenreihen, wer wo fährt. So, ich will Outlaw sehen. Der fährt gerade hinter Beilagenbeate. Grid ist auf 7, Beilagenbeate auf 3. Okay, das dazwischen noch 2... Gott. Kill me, please! Es tut mir leid, ich kann so nicht arbeiten. Ah, freue mich natürlich trotzdem, wenn euch der Racecars gefällt. Ja, eigentlich sollte das auf Twitch kommen, aber ich habe mich jetzt entschieden, das auf Twitch zu auf YouTube zu machen, weil es da einfach, da kann man eins nach dem anderen gucken, auch wenn man die Rennen jetzt komplett verpasst hat oder man vielleicht mit der GSR anfangen möchte. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst oder kommentiert, ne? Das ist Hashtag Codemasters oder einfach Feedback da lasst, plus, minus. Verbesserungen nehme ich gerne, wir sind alle nicht perfekt. Ich möchte gerne noch besser werden. Aber tut mir leid, es ist gerade unfassbar schwer, hier irgendwie Daten rauszulesen und genau zu sagen, was abgeht. Bin mir nicht sicher, dass Elias das Feld abführt. Dahinter ist Beilagenbeate. Dahinter ist Outlaw. Gerald von Riva müsste sich auf der 4 befinden. Dahinter Tiwifani, da gab es ja vorhin kurz eine Berührung. Dann Minex auf der 7. Da hat sich einer der Haas-Piloten gerade gedreht. Whoever that is, das wird dann doch einfach nicht aktualisiert, ne? Kannst die Fahrer nicht mehr durchschalten, ey, geil. So, gucken wir mal eben, wer das war. Ich glaube, das war Level Light. Oh ja, der steht da auch immer noch. Ah, es lief so gut. Es lief so gut. Würde ich jetzt mal sagen, das ist jetzt out of competition. So viele Plätze verloren. Oh, da willst du den nächsten zeigen und dann ist wieder bei wem anders im Cockpit. Es ist doch. Oh Mann. Gut. Wir fahren jetzt ein bisschen bei Outlaw mit. Der fährt hier Beilagenbeate hinterher. Ne, das ist der Kampf um den 3. Platz. Quatsch, um den 2. Platz. Tut mir leid. Elias deutlich davor. Und Tiwifani. Ja, aktuell noch hinter Gerald von Riva.
Ich werde gleich den Leuten erstmal schreiben, wenn die Clips haben, dass sie mir die bitte per Personal Message einmal schicken. Dann können wir das Rennen vielleicht im Nachhinein auch nochmal ein bisschen aufarbeiten. Mit ein paar Szenen, die ich nicht auf den Stream bekommen habe. Krasser Quersteher. Okay, Beilagenbeate ist weg. Er ist weg. Das wird schwierig, da wieder ranzukommen. So, aber ich glaube, Team with Honey könnte gerade nochmal den Angriff starten auf Gerald von Riva. 6.3 nochmal gelbe Flagge. Twitchy Vigiani. Extra die Softreifen genommen. Scheint sich aber gedreht zu haben. Kann den Platz, glaube ich, halten. Fährt jetzt aber, glaube ich, Osko hinterher. Sprich, wäre so auf Platz 11, 12, 13. Ich kann es halt nicht genau sagen. Ich bräuchte jetzt irgendeine Wahrsagerin oder so, die mir bestätigt, welche. Auf welcher Position der sich dann genau befindet. Also, hier geht es um Platz 4 übrigens. Sollte Ilias gewinnen und Team with Honey hinter ihm ankommen, würde Ilias definitiv in der Fahrer-WM sich auf den ersten Platz schieben. Für Gerald von Riva, der glaube ich aktuell, ich glaube letztes Rennen ist er glaube ich DNF gegangen, also did not finish. Der ist natürlich jetzt auch wichtig, gute Punkte zu holen. Und ey, fünfter Platz, das ist schon massiv. So, Team with Honey saugt sich ran, diese Runde wird es definitiv noch nicht. Das ist jetzt natürlich auch wichtig, sich keinen Fahrfehler zu erlauben. Er ist fast leer gefahren. Da muss er jetzt, glaube ich, ein bisschen sparen, die restliche Runde. Aber man kann es eh kaum anwenden. Auf der Start-Zielgeraden vielleicht ein bisschen. Hier in den Kurven ist es eher ungünstig. Das findet man dann doch mal ganz gerne. Ah, ich mag die Linie, die beiden hier fahren. Sehr sauber. Ja, das wäre halt von Riva, glaube ich, ein bisschen die Kurve nicht ganz so gut getroffen. Die Tiefe fahren die, aber trotzdem. Ne, solide Racing Line. Hier schön nah an die Mauer ran und das könnte jetzt einen Angriff geben. DRS gibt es halt nicht bei Gerald von Riva. Aber er hat die Innenseite der Kurve. Da kurz mit dem Switchback gerechnet. Ja, Tiefe Fanny möchte so gerne. Jetzt hier früh nach links rüber. Und jetzt der Versuch. Ja, er kann da nur dranbleiben. Er muss auf der langen Geraden probieren und ich schätze, da wird es dann auch funktionieren. Jetzt hier rechts reinbomben ist einfach zu gefährlich. So, wie mir scheint, ist Team with Honey auch im permanenten Ghost-Modus. Er hat ihn doch eben gerade, hätte er ihn doch fast berührt. Also. Schwamm drüber, überholt ihn hier. Kann noch mal schauen, hier vorne hat sich nichts verändert, also kommt er vorbei. Jetzt ist halt Gerard von Riva geghostet. Oh! Oh, der dreht sich! Gerard von Riva nach dem Überholmanöver. Oh, wie bitter. Oh nein. Da hat er die Nerven verloren. Wollte unbedingt dranbleiben. Gab es da dann doch eine Berührung. Meinex überholt ihn da, glaube ich, auch gerade. Der Flügel ist definitiv hin. Oh, da dreht sich der Team with Honey fast raus. Denk bitte dran, der ist vorhin auf harte Reifen gegangen, relativ zügig. Es kann sein, dass die jetzt so langsam am Cliff sind. Team with Honey jetzt auf den vierten Platz. Hat auch sehr weit weg von den führenden drei. Dahinter die beiden Ferrari-Piloten. Ja, das ist Gerard von Riva oben. Ja, es ist nicht schön, den Ferrari so zu sehen. Ja, sein Teammate Meinex hat ihn da überholt. Der müsste jetzt auf Platz 5 eigentlich fahren. Habe ich meinen einen Platz abgeben, okay, aber. Aber danach dann den. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Fahrfehler war. Bitter. Bitter für den Ferrari-Piloten. Und ich glaube, es ist auch die letzte Runde, denn Gerd von Riva ist, glaube ich, nicht in die Box gefahren. Der quält sich jetzt nämlich bis zu Ende durch. Ich weiß, warte mal, welchen Platz könnte er haben? Wenn das Platz, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Platz 7 hat er gerade. B
Being extra Raoul verfolgt ihn da gerade und auch Ausko ist übrigens in den Punkten. Also vielleicht hält er da noch den Platz und kann noch ein paar Punkte reinfahren. Wir haben ja auch immer noch... Also auf der Geraden kriegt er auf jeden Fall nochmal ordentlich Tempo. Ja, Kurven sind natürlich jetzt sehr unentspannt. Man hat ein bisschen Bremskraftverlust vorne. Schleppt sich hier ins Ziel. Frage ist, hat er jetzt noch eine Runde? Oder ist das hier bereits die letzte? Elias ist durch. Elias gewinnt. Team with Honey. Glaube ich, nur auf den vierten Platz gerade über die Linie gegangen. Beilagen-Beate auf den zweiten Platz und Outlaw auf dem dritten. So, jetzt kommt hier noch der zweite Red Bull an. Being is Raoul kriegt Gerard von Riva noch zu packen. In der kurz vor der letzten Kurve. Osko wird er wohl noch hinter sich behalten können. Da bin ich jetzt gleich aufs Rennergebnis gespannt. Großer Preis von Vietnam. Ja, also seht auch, in welcher Reihenfolge die da ankommen, ne? Es ist ja schade, dass das so kurz vor Schluss passiert ist. Da wurden dann noch ein, zwei Plätze abgegeben. Aber ich glaube, Gerald von Riva ist tatsächlich auf dem achten Rang angekommen. Nimmt somit wichtige Punkte mit. Minex müsste es bis auf den fünften vorgeschafft haben. Puh, was für ein Rennen. Ja, tut mir wirklich leid wegen der Zeitangaben und so. Da kann ich halt jetzt nichts machen. Das ist leider so. Nummer 14 definitiv ausgeschieden. Lemster. Oh, Lemster kriegt nochmal eine 5-Sekunden-Strafe, weil er nicht durch die Box gefahren ist. Der ist ja einmal in der Boxengasse gerast. Da gab es dann Ärger für. Tja, aber hier, da fährt der Sieger. Elias gewinnt. Nicht vor Tive Fanny, sondern vor ihm hier. Vor Beilagen-Beate. Black X Racing kriegt aber auch nochmal eine Strafe wegen nicht erfüllter... Ja, okay. Ne, das ist halt die Boxendurchfahrt, wenn man die nicht macht. Also, wir haben nur zwei Leute, die komplett nicht ankommen. Nummer 14 und Cookie Monster. Ich habe mit mehr gerechnet. Von 17 Fahrern kommen 15 an. Das heißt, alle, die durchgekommen sind, kriegen mindestens einen Punkt. Aber wir haben vorne auf jeden Fall einen Switch. Denn... Achso, kann ich jetzt nicht raus. Ich krieg wahrscheinlich gar kein Rennergebnis, oder? Der zeigt mir auf jeden Fall keine Autos mehr, die fahren. Ja, das war's. So. So, hier habe ich den richtigen Endstand. Ich muss mal eben kurz gucken, dass ich mir schon mal ins Discord bewege. So, der richtige Endstand vom Rennen, der ist nämlich folgender. Guck mal. Zum Glück gibt es Screenshots. Also, oh, das sind aber die Plätze. Hallo. Das sind allerdings nur die Plätze 4 bis 17. Also, Tea with Honey ist auf 4, Minex auf 5, Nono 8 auf der 6, Bing X Raoul auf der 7, Gerard von Riva auf der 8, Osko auf der 9, also Gerard von Riva tatsächlich noch ein paar Punkte gerettet, Osko auf der 9, Twitch TV Gianni auf der 10, Level Light auf der 11, Lemster auf 12, Brox auf 13, Black X Racing auf 14, Dr. Janescu auf 15, Cookie Monster auf 16 und auf 17, die sind beide nicht angekommen. Es gibt da noch einen zweiten Screenshot, den zeige ich euch auch gleich noch. Da seht ihr die ersten drei und ja, jeder, der jetzt aufgepasst hat, welche Namen ich vorgelesen hat, weiß, mit wem wir gleich quatschen. Elias auf der 1, Beilagen Beate auf der 2 und Outlaw nimmt den dritten Platz ein. Also das erste Mal diese Saison der Williams nicht auf dem Podium. Und jetzt gehen wir direkt zur Pressekonferenz. So,
Hallöchen. So, hi Leute. Ich war gerade noch was moderieren, also mal erzählen, ja, wer gewonnen hat. Ich bin nämlich auch einmal disconnected und danach wurden einfach die Fahrerpositionen nicht mehr länger aktualisiert. Ich habe kein Rennergebnis gesehen, ich habe das jetzt gerade von den Screenshots abgelesen. Es wurden keine Intervallzeiten mehr angegeben, die Reifen waren alle 30 Runden alt. Frag mich nicht. Bin halt froh, dass ich nicht ganz disconnected bin und das zumindest zu Ende zeigen könnte. Das werdet ihr dann im Racecast sehen. Ja, war ein bisschen kurios. Ich muss, glaube ich, euch ein bisschen lauter machen. Also, erstmal, oh Gott, wen haben wir denn jetzt hier alles? Warum haben wir jetzt hier 5 Leute? Manix ist Driver of the Day. Und dann noch 3 vom Podium. Plus. Ja, okay, stimmt, passt. Ich kann nicht rechnen. Okay, pass auf, fangt ihr einfach mal an. Ich bin einfach nur verwirrt vom Ergebnis und die letzten Runden, da war noch so viel. Da haben sich dann noch Leute gedreht und Gerrit von Riva hat irgendwie noch den 8. Platz gerettet. Fangen wir doch beim Sieger an. Elias, wie fühlt sich das an? Boah, also erstmal Pole Position war ich sehr glücklich drüber, dass ich die holen konnte, sogar mit meinem ersten Run. Paar Tausendstel Unterschied nur, ne? Ja, im zweiten habe ich mich ja in der ersten Kurve gedreht. War eigentlich eh egal, weil ich meine, die Chance für Niklas war eh schon weg. Ja, dann im Rennen, direkt der Start war ganz gut. Ich habe immer Niklas so 8 Zehntel hinter mir gehabt. Dann hatte Niklas den Frontflügel gewechselt in der Box. Habe ich dann 5 Sekunden Abstand, glaube ich, gehabt. Da war ich schon wirklich sehr erleichtert, dass ich da nicht mehr so Druck habe. Und dann kam halt leider Safety Car raus, habe einen Strategiefehler gemacht, bin auf Hard gegangen, hätte auf Medium vielleicht gehen sollen. Ja, und genau, dann hat der Niklas mich überholt. Er hat zwar 3 Sekunden Zeitstrafe noch, also keine Ahnung, ob er es rausgefahren hätte, aber er hat mich jedenfalls überholt. Hat dann kurz danach leider ein Disconnect bekommen, was sehr schade ist eigentlich, aber für mich ist es jetzt in dem Fall gut, weil ich bin nächste Woche sowieso nicht da, also wird er da die Punkte eh wieder aufholen. Das mit den Disconnects hatten heute tatsächlich mehrere Fahrer. Also wie gesagt, ich hatte auch einen kurzen Throwdown, wo ich einfach disconnected war und dann übernimmt halt die KI und du wirst geghostet oder solche Sachen. Das ja, ist natürlich nicht gut für die Performance. Ja, natürlich. Und ja, dadurch wurde er nur Vierter. Ja, dann kam Yannick auf einmal ganz nah an mich ran, 1,4 Sekunden oder so waren es, aber dann sind halt seine Reifen, glaube ich, in die Knie gegangen. Meine Harten, die hatten halt 30%, glaube ich. Also wirklich perfekt. Und da bin ich halt in der vorletzten Runde noch auf die schnellste Runde gegangen, habe wirklich das ERS rausgeballert, es geht nicht mehr. Hat es geklappt, weil ich weiß nicht mal, wer die schnellste Runde gekriegt hat. Wie gesagt, mir hat alles gesprochen. Also wirklich, da merkt man, was ERS ausmacht. Ich war am Ende 6 Zehntel schneller als meine vorherige beste Runde. Also das ist krass. Mit alten Harten, muss man sagen. Okay, das ist schon heftig. Aber auf denen waren ja fast alle unterwegs. Genau, also, ja. Genau, schnellste Runde, Sieg, Pole Position. Ich meine, perfekter geht's nicht. Mehr kannst du dir eigentlich nicht wünschen. Dein Teammate auch auf dem 3. Platz. Also, genau. Ja, gute Punkte mitgenommen. Hab ich fast vergessen, für die Konstrukteurs-WM sehr gut. Da haben wir jetzt auf jeden Fall unsere Führung immer noch verteidigt. Ja, also wirklich perfekt. Ja, Respekt an die Leistung. Ich habe übrigens auch gedacht, dass mehr Leute rausfliegen. Geben wir mal das Wort weiter an den Zweiten. Yannick, aka Beilagenbeate, wie fühlt sich das an im Racing Point Sandwich? Also ich war schon echt unter Druck von Outlaw die letzten Runden und da dachte ich auch echt, das war's jetzt, aber dann hat er ja noch einen Fehler gemacht. Ich bin auch tatsächlich mit ziemlich wenig Selbstvertrauen ins Rennen reingegangen, weil beim Training habe ich gesehen, ja, Elias nochmal 3 Zehntel von mir weg, Niklas nochmal 4 Zehntel von mir weg und Qualifying lief auch nicht so besonders, 6 Zehntel ab von der Pace. Und halt der erste Stint lief auch gar nicht gut. Ja, dann hatte ich halt die richtige Entscheidung Safety Car getroffen und konnte so noch auf den 2. Platz vorfahren. Doch, auf jeden Fall. Das war heute wieder das Zünglein an der Waage, auch wenn ich damit gerechnet, dass es mehr Safety Cars gibt. Ja. Ich glaube, dafür war das tatsächlich ganz okay. Es gab relativ viele Dreher im 3. Sektor in den S's. Wie habt ihr generell das gesehen? Also ich glaube, das ist die 3. Kurve, die nach rechts geht. War eigentlich relativ dicht versucht am Körb zu bleiben. Da habe ich heute, ich glaube, da haben sich 8, 9 Leute gedreht. Ist das einfach eine Stelle, die sehr schwierig ist aufgrund des Lenkeinschlags und dass man halt schon doch nochmal ins Gas möchte, bevor die Linkskurve vor Start-Ziel kommt? Woran liegt es? Also ich persönlich fand den 3. Sektor mit am angenehmsten und am einfachsten zu fahren.
kann auch sein, dass es am Setup liegt. Da würde mich generell nochmal interessieren, mit wie viel oder wie wenig Flügel ihr gefahren seid. Also wo lag der Fokus? Also auf der Geraden viel Speed mitnehmen, um halt auch Überholmanöver machen zu können. Und so ein bisschen nicht zu sehr. Also damit wären dann halt die schnellen Kurven gefährlicher. Oder wie habt ihr das gemacht? Also war es so ein Mittelding. Ich habe gehört, die meisten sind 3-7er gefahren. Ich habe mich dann im Endeffekt für einen 4-6er entschieden. Weil einfach... man braucht halt einfach auch den die Rotation in den ganzen Kurven, deswegen Frontflügel ein bisschen höher. Dafür habe ich den Heckflügel dann ein bisschen niedriger gemacht. Also, ja, war perfekt eigentlich. Ja. Ja, also, ich habe mein Setup ziemlich gut zusammengebaut. Also, ich bin einen 4-6er Flügel, glaube ich, gefahren. Aber ich konnte den. Nee, ich habe es selber gebaut tatsächlich. Okay. Konnte ich halt noch, habe ich noch ein bisschen am Radsturz rumgefummelt, sodass ich halt den Oversteer ein bisschen unter Kontrolle kriegst. Unter Kontrolle krieg. Passt. Ja, ich bin eigentlich ziemlich High Downforce gefahren, was eigentlich ein Fehler war im Endeffekt. Und zuerst hatte ich, im Qualifying hatte ich 3,8 und dann habe ich gedacht, fürs Rennen machst du, falls die Frontflügelschaden holst, lieber mal vorne einen mehr. Okay. Und dann im letzten Safety Car habe ich dann halt vergessen, auf 3,8 umzustellen für mehr Straightline Speed, deswegen konnte ich auch den Yannick nicht mehr. Auf der Geraden hatte ich zwar immer wieder Chancen, aber ich habe dann zurückgezogen. Und dann zum Schluss habe ich halt einen Fehler gemacht. Und dann waren die Reifen viel zu heiß und das Vertrauen ins Auto ist einfach flöten gegangen. Ja, okay, dann fährt man vorsichtiger, gerade im dritten Sektor, wenn die Mauern so nah kommen, da, da bleibt auch immer so ein bisschen das Herz stehen. Also dafür, dass du mit so viel Flügel unterwegs warst, ich meine, gut, du wirst wahrscheinlich weniger das Problem beim Rausbeschleunigen gehabt haben, dass du zu wenig Grip hast. Das ist halt auch was Gutes, ne? Weil wir haben es halt bei vielen gesehen, ne? Dreher, noch und nöcher, also auch Gerald von Riva hat sich ja in der letzten Runde dann nochmal gedreht, ich glaube, der wäre eigentlich Fünfter geworden, hat noch zwei Plätze abgeben müssen. Das ist wirklich vielen passiert, also gute Leistung von allen. Wo wir gerade davon sprechen. Also Outlaw, wenn du noch irgendwas sagen möchtest jetzt. Ich glaube, Elias hat schon vieles angesprochen, was, glaube ich, bei dir ähnlich gelaufen ist. Falls du noch was hast, dann bitte jetzt. Ansonsten würde ich das Wort abgeben an unseren Driver of the Day. Ja, also ich bin eigentlich froh, auf dem dritten gelandet zu sein, für das, dass ich heute eine halbe Stunde trainiert habe. Und das Setup, das ich kopiert habe, war halt eigentlich ziemlich perfekt für mich. Ich habe vorne noch, wie gesagt, einen Flügel mehr gemacht. Aber ansonsten habe ich halt genau gar nichts am Setup geändert und es war ziemlich perfekt und stabil für mich. Und sonst, ja, guter Start, nie die Wand geküsst. Ich kann eigentlich sehr zufrieden sein. Einfach konstantes Racing. Ja, genau. Ne? Wenig Fahrfehler. Konstanz ist halt das Wichtige, auch beim 50-Runden-Rennen. Und gerade Vietnam ist irgendwie eine Strecke, die wenig Fehler verzeiht. Minex. Achso, ich bin selbst überrascht, dass ich noch Drive of the Day geworden bin. Habe ich wirklich nicht mit gerechnet, von Platz 9 auf P5. Vor allem nach meinem Fehler, nach der Hairpin, dass ich mich da noch rausgedreht habe und dann noch einen Frontflügel-Damage komplett mitgezogen habe. Das war ja vor allen Dingen direkt zu Anfang, ne? Also da wäre meine Motivation direkt im Eimer gewesen. Und du hast da noch, also das ist schon fast der Alonso-Modus, den du da freigeschaltet hast. Einfach weiter dranbleiben, Gas geben. Gut, es sind dann halt auch noch, ne, dein Teammate hat dann leider noch einen Fehler gemacht, sich gedreht und solche Geschichten. Da war halt so viel Fluktuation im ganzen Grid drin, aber bis auf die Anfangsphase bist du echt perfekt gefahren, glaube ich. Also schade eigentlich. Ich glaube, du wärst auch ein Kandidat für das Podium gewesen. Ich fühle mich auf dieser Strecke einfach noch nicht so wohl. Ich glaube, das liegt auch damit, es hat irgendwas damit zu tun, weil die auch neu ist. Man unterschätzt die Strecke teilweise auch noch ein bisschen. Das hat zumindest meinen ersten Dreher verursacht. Ich habe gedacht, ja, kann man im ersten nehmen, die Hairpin. Ja, scheiße. Hat nicht wirklich funktioniert. dann bin ich in die Box, direkt hinter Mario, also Gerald von Riva. Musste dann noch warten, weil die keinen Frontflügel ready hatten, weil er wohl auch einen Frontflügel-Damage hatte. Dann noch länger warten, hatte dann aus 7 Sekunden, hatte ich dann 11 Sekunden Stopp gehabt. Ich habe gehört, du magst Boxenstopps, deswegen machst du jetzt einen ganz langen Boxenstopp. Genau. Unglücklich. So in der Art war das. Und dann kurz vor Schluss, Runde 26, glaube ich, war es, wo Mario und Niklas, also Tibethani, da gefightet haben noch.
sind sich da wohl etwas zu nahe gekommen. Mario hat dann auch gesagt, ja, okay, dann gebe ich den Platz lieber an dich noch ab. Und ich konnte damit dann auch den 5. nach Hause fahren, womit ich eigentlich sehr zufrieden bin. Auf jeden Fall wichtige Punkte geholt, ne? Beide Autos ins Ziel gebracht, gerade in Vietnam. Also ich muss echt sagen, Respekt, Leute. Ich hätte wirklich damit gerechnet, dass da deutlich mehr passiert. Wir haben nur eine richtige Safety Car und ich glaube zweimal VSC gehabt. Ich habe mit mehr gerechnet. Und, ich tatsächlich auch. Also muss ich man gedacht, echt erste Kurve. Erste Kurve. Ja, komischerweise, in der ersten Kurve war ja gar nichts. Da hat jeder auch so nach links und rechts geguckt. Ich glaube denke, aber auch tatsächlich. Willst du auch machen, Ottler? Ich denke fast, dass das eigentlich klar war, dass in der ersten Kurve nicht richtig was passiert, weil jeder hatte Schiss. Ich hatte so Schiss in der Hose, dass mir einer von hinten reinfährt und mich nach vorne schiebt oder sonst irgendwas. Ich war eigentlich richtig froh und habe erstmal tief durchgeatmet. Nach der ersten Kurvenkombination, da die links, rechts, links. Und nachher war ich eigentlich im Fokus drin und ja, bis halt dann zu dem halben Dreher. Tja, lässt sich manchmal nicht vermeiden. Also, danke, dass ihr euch nochmal Zeit genommen habt, Leute. Falls jetzt irgendjemand noch was ganz Besonderes loswerden möchte. Danke an Elias, ne, macht ihr den ersten Platz, Beilagen Beate den zweiten und Outlaw auf dem vierten, auf dem dritten, ne, Meinix, Liga der Herzen, auf dem fünften Platz mit Drive of the Day, auf jeden Fall ausgezeichnet gefahren. Danke, dass ihr euch nochmal Zeit genommen habt, finde ich klasse. Danke dir. Falls ihr nochmal Clips habt oder so, könnt ihr mir die auch gerne per PM nochmal irgendwie schicken. Ich gucke mal, ob ich die noch irgendwie eingebunden bekomme. Ich kann ja leider nicht immer alles on Stream catchen. Ansonsten, das Video findet ihr vermutlich Montag früh dann in voller Auflösung und dann könnt ihr euch das vielleicht selber nochmal reindrücken. Ansonsten sage ich mal, wir sehen uns nächste Woche. Jo, bis nächste Woche. Vielleicht in Teilen wieder. Dann geht's nach China. Ich denke mal, da wird dann auch ein bisschen mehr letzte Rille gefahren, weil die Strecke kennt man einfach. Ja, die Strecke ist auch schön zu falten. Ja, ich wäre gern dabei, bin halt aber im Urlaub. Muss halt die KI für dich fahren. Die war gar nicht. Also, ich hoffe, dass ich in Sandford wieder gut punkten kann. Sonst sollte ich eigentlich bei jedem Rennen dabei sein, dieses Jahr, wenn nichts dazwischen kommt. Also, ja. Auf jeden Fall. Ich finde es übrigens sehr schön, dass Osko als Reservefahrer bis jetzt jedes Rennen mitgefahren hat. Und eigentlich macht er einen guten Job, finde ich. Der war ziemlich dangerous driving im Qualifying mit dem Low-Fuel-Mode. Gar keinen Platz gemacht, ich bin ihm fast reingewölzt. Ja, er muss halt, ich glaube, Zweikampf ist halt bei vielen noch ein Problem, nicht nur bei ihm. Man ist es nicht unbedingt gewohnt. Und gerade wenn man gegen Stärkere fährt, ist es, glaube ich, auch schwierig, gutes Zweikampfverhalten aufzubauen. Wenn der andere vom Skill her eigentlich so vorbeifahren könnte und man dann trotzdem fighten möchte. Aber gut, das muss man über die Zeit beobachten. Ich fand auf jeden Fall, im Rennen hat er eigentlich ganz guten Job gemacht. Ich habe heute nichts davon mitbekommen. Ich hab's du bist auch immer vor ihm gefahren. Langweiler. Ja, also ich habe im Cast mal so ein paar Sachen, so ein paar Kleinigkeiten halt mal gesehen, aber ja, sonst alles so viel, denke ich. Sag mal, da gibt's andere Leute. Ja, genau, ja. Ich wollte jetzt hier keine Namen nennen. Weil es mir auch eine Sache passiert, da werde ich auch, denke ich, was reporten, das will ich jetzt auch keinen Namen nennen, aber nein, Platz machen müssen manche Leute, denke ich, auch noch lernen, wenn blaue Flagge ist. Schade, dass man es halt noch nicht so richtig hinkriegen, aber naja. Muss mal halt gucken. Muss dann die Rennleitung am Ende entscheiden. Leute, ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Lasst euch die Woche über nicht ärgern. Ne? Und immer handbreit Sprit im Junk. Bis dann, Leute. Schönen Sonntag noch. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. So, Leute. Das war's jetzt. Klassement. Erstmal werden wir uns nicht angucken. Das waren unsere Top 3 Outlaw auf der 3. Beilagen Beate im Red Bull auf der 2 und der Gewinner saß in einem Racing Point, der gute Elias. Schiebt sich damit auf jeden Fall auf den ersten Platz in der Fahrerwertung. T-Wave Honey heute leider noch Vierter geworden. Meinex von 9 auf 5 gefahren und eigentlich ist er sogar von 17 auf 5 gefahren, weil er direkt in der ersten Runde halt einen Fehler hatte. Wahnsinniges Rennen. Vietnam, auf jeden Fall Überraschung in verschiedenen Kategorien. Sehr viele Fahrer sind angekommen. Sehr viele Positionswechsel. Sehr spannendes Rennen tatsächlich. Hätte ich nicht erwartet, dass es wirklich so thrilling wird. Natürlich, das mit dem Disconnect ein bisschen unpraktisch, aber könnt euch das natürlich denken. Da habe ich weniger Kontrolle drüber. Falls es euch gefallen hat,
jetzt ein letztes Mal, gerne einen Daumen nach oben, ne? Und einen Kommentar reinschreiben, plus, minus, ja, nein, das kannst du besser machen, das war perfekt, geil gemacht, keine Ahnung, Hashtag Codemasters. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da der eine oder andere abonniert, vielleicht den Kumpels zeigen und vielleicht beim nächsten Mal selber mitfahren. Ansonsten, lasst ein Abo auf YouTube da und dann sehen wir uns die nächste Woche. Guckt euch vielleicht noch Melbourne und das Rennen in Bahrain an, auch da ging es spannend hin und her. Und wir sehen uns ansonsten nächste Woche oder auf dem Livestream. twitch.tv/bellairstarcraft. Ich melde mich ab. Bis demnächst beim Racecast. Ciao.